8 ist Schildreich. Oh, ja. Guck mal. Bei denen rein, dürft ihr wirklich nicht viel wegsehen. Jetzt geht's los. Schönen guten Abend. Ja, habe ich ganz kurz gespoilert, das ist richtig. Sorry. Schönen guten Abend auf meinem Twitch-Kanal. Ich denke, ihr wisst, wer ich bin. Ich sage es trotzdem, mein Name ist André Vogt. Normalerweise bin ich hier Basketball-Journalist wie im richtigen Leben und rede über die NBA, über alles, was ihr wissen wollt, im Fragen-Stream oder im Weinkeller, ne, stellen Len Werner und ich euch einfach Sachen über Basketball vor, vor allem NBA. Heute ist das ein bisschen anders, muss ich leider sagen. Leider wahrscheinlich nicht. Aber heute wird es ein bisschen anders. Und zwar, ich habe nicht umsonst hier ein Kaltgetränk mehr aufgemacht. Danke für die 5 Bits. Denn heute geht es an dieser Stelle um was komplett anderes als normalerweise schon Basketball, wenn man es so nennen möchte. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das sage. Ihr habt es vielleicht gesehen, heute gibt es Retro-Basketball aus den 90er Jahren, aber nicht aus der NBA, nicht aus der NCAA, Servus nach Niederbayern, nicht aus der BBL oder Bundesliga, wie sagen wir es hieß, irgendwie. Nein, heute gehen wir in die Oberliga in Niedersachsen. Warum? Dort habe ich 1994, also 27 Jahre ist es her ungefähr, kommt auch ungefähr hin, glaube ich, von der Zeit her, habe ich Basketball gespielt beim MTV Wolfenbüttel. Ich bin nach dem Abi abgeworben worden. Jetzt bin ich dahin, weil unser alter Abteilungsleiter, der in Wolfsburg vorher tätig war, mich zum Basketball gebracht hat, gesagt, hey, die Wolfenbüttler, da kam er her, da hat er dann auch die Abteilung mitgeleitet wieder, hat gesagt, hey, ne, wir haben dich beobachtet die letzten Jahre, würde ich ganz gerne hier im ersten Kader, also in der zweiten Liga-Kader, würde ich gerne reinpacken. Da kannst du mittrainieren, du kannst da deine 5 Spiele absolvieren. So war das, glaube ich, damals, bis man sich festgespielt hat. Und in der zweiten, da spielst du halt. Das ist dann halt deine Mannschaft, die spielt Oberliga. Vorher die Landesliga gespielt, also eine drunter. Und die Landesliga-Truppe wurde sogar von einem ehemaligen Nationalspieler aus Polen mittrainiert, Janusz Klimek, aber auch von Thorsten Weinold, den ihr gleich sehen werdet. Und danke fürs Abo. Die Saison, kann ich ein bisschen mehr noch drauf abheben, während wir das Spiel dann sehen. Die Saison ist am Ende, als es zu dieser Partie kommt, die ihr gleich sehen werdet. Und da wird dem einen oder anderen Gut-Next-Hörer jemand bekannt vorkommen. Vielleicht, wahrscheinlich nicht, weil ihr ihn nur gehört habt bisher, aber Nikolas Grundmann, ein ehemaliger Mitspieler von mir aus der zweiten Liga, der spielte damals bei der BG Rotenburg. Das ist dieser Gegner an dem Tag von MTV Wolfenbüttel. Und wenn ihr euch an den Podcast ein bisschen erinnert, Nico erzählt ja auch davon, dass Rotenburg-Schesel damals, also der Verein, wo er herkommt, dass die großartige Folge gefeiert haben in den Jugendbereich, auch zusammen halt Marco Pesic den deutschen Meistertitel vermiest haben. Und zu diesem Zeitpunkt sind viele von diesen Jungs, die da in Rotenburg-Schesel unterwegs waren, jetzt in den Herren und sie wollen aufsteigen. Sie wollen unbedingt in die zweite Regionalliga und danke fürs Folgen, Schnicks. Und es geht jetzt an diesem Spiel, das wir jetzt gleich sehen werden, darum, Rotenburg muss gewinnen, damit sie aufsteigen. Für uns geht es eigentlich um nichts mehr. Und wir spielen in Wolfenbüttel. Und Rotwein vielleicht nächstes Mal. Ach, du bist auch Spätschicht, okay. Dose Schokomel ist auch gut. Da kommt es zur Partie. Im Landesgüter Platz, ihr werdet gleich sehen, eine altehrwürdige Halle. Ich glaube, jeder, der in Niedersachsen Basketball gespielt hat, der kennt sie. Eine krasse Fensterwand, die wahrscheinlich heutzutage energietechnisch gar nicht mehr durchgeht. Bretter, die alles schlucken, was man gegenwirft. Ich hatte genug Kollegen, die jeden Freiwurf immer gegen das Brett geworfen haben, weil dann immer reingefallen ist. Naja, das kommt zu dieser Partie, die, ich will nicht zu viel verraten, die aber auf jeden Fall am Ende dramatisch wird, auf mehrere Arten und Weisen. Von daher, ich glaube, ich habe genug erzählt. Wie schon vorangekündigt, aber wir werfen heute wirklich Basketball und Twitch 30 Jahre zurück. Bin gespannt, wie viele von den 100 Leuten, die jetzt gucken, noch in 20 Minuten dabei sind. Ich würde sagen, los geht's. Ich muss gleich mal Kopfhör aufsetzen. Das kann ich nicht hören. Das ist Thorsten Weinhold. Das kann ich schon mal kurz erklären, während ich hier meine Kopfhörer irgendwie klar mache.
Das ist Thorsten Weiner, das ist der Coach, den wir damals hatten. Und ihr seht schon, das ist gefilmt, so von oben. Das ist von den Kollegen von der BG Rotenburg gefilmt. Vom Nico habe ich auch das Video bekommen. Ja, das ist unser Coach. Man sieht, war jetzt nicht der größte Styler, sagen wir es mal so. Also niemand, der sich hier Gedanken gemacht hat, wie er so am Seitenrand aussieht. Hat auch eine sehr markante Stimme, die ihr sicherlich hört schon. Und jetzt gucke ich mal kurz, hier wo ist mein Kabel für meinen Server. Okay, das ist strange. Egal. Heute ist ein bisschen wilder, das Stream. Aber das dreht mir hoffentlich nach. Wo ist denn das Kabel? Naja. Da ist es doch schon. Nichts geht hier verloren. So. Ja, und ihr seht, ich bin die Nummer 11. Ich habe damals extra T-Shirt getragen, damit die Leute, also in der Oberliga, ich war ja eigentlich Zweitligaspieler damals, ist ja klar, dass sie nicht geschockt sind von meinen unglaublichen Oberarmen. Und deshalb habe ich dann in der Regel auch immer das T-Shirt angezogen. Wir sollten sich auf Basketball konzentrieren, die Leute, und nicht auf die Gun-Show, die da an meinem Oberarm zu sehen war. Und ihr werdet schon sehen heute, das ist wirklich, ja, Haare hatte ich auch, das ist richtig, und es war eine wilde Zeit. Also ich bin die Elf, wie gesagt, der jetzt bei dem Ballert. Den Szene kennt ihr vielleicht, die hatte ich ja letztens noch rausgeklippt mal, um mir anzuteasern. Und da ist der lange Zweier, und ihr werdet merken, so dreiermäßig war zu der Zeit, das war vielleicht vor der Revolution, dieses Spiel, das werdet ihr sehen. Nikolaus Grundmann ist die Nummer 10, wenn ihr auf den schauen wollt, das ist der Mann mit der Peter mit der Brille, damals noch ohne Kreuzbandriss. Wann kamen keine Haare mehr nach? Also aufgegeben habe ich vor knapp 10 Jahren ungefähr. Damals ging es eigentlich noch, also richtig mit Geheimratsecken los ging es eigentlich erst so während des Studiums. Aber ich habe da echt Glück gehabt. Ich habe einen Halbbruder von meinem Vater aus erster Ehe. Der musste schon mit 18 aufgeben. Ich habe da noch ein paar Jahre länger hinbekommen. Ich finde das so geil. Also ich muss noch ein paar Sachen dazu sagen für die Jüngeren unter euch. Ihr seht, die Zone ist nicht unbedingt... Oh, starker Drive. Drive and Kick, damals schon. Seht ihr die Zone? Ein bisschen oldschool, das war damals noch so. Ihr seht die Dreierlinie viel näher dran noch als heutzutage. Außer natürlich in den Ecken. Und ihr werdet auch der eine oder andere vielleicht... die eine oder andere Regelkunde noch bekommen heute, weil in den 90ern war alles anders. Die Fragen Richtung NBA habe ich gestern alle schon gemacht, also auch die Pistons kannst du gerne reingucken in den Fragenstream, der ist noch online. Joscha. Ja, starke Bewegung. Da war Zonenspiel noch Zonenspiel in den 90ern. Ich finde das so krass, wenn man das so sieht. Einfach wie wenig Platz da halt ist, ne? Also wirklich so rund um die Zone, alles komplett dicht und trotzdem wirft irgendwie kaum einer einen Dreier. Beim Post-Up-Game werdet ihr sicherlich heute auch noch ein paar Szenen sehen. Das war eigentlich ganz gut. Ich habe in der Jugend komplett eigentlich Center gespielt, auch noch in den USA, als ich drüben war. Da weiß ich nur, dass wir erst in der Off-Season dann der Coach meinte, sowieso noch ein paar Dreier werfen mit dir, dass ich da ein bisschen... Vorwärts kommt, sonst hatte ich immer schön Dropstep, Fadeaway und eine relativ große Größe. Mit 1,97 war ich da auch schon, klar, da war ich 20 war ich wahrscheinlich eher. Das habe ich schon bekommen. Die Schiris sind echt wild, die kommen, das musste ich mir noch erzählen lassen von einem Kollegen. Ich wusste, dass das zwei Legenden sind, eben legendär schlecht in dem, was sie machen. Und Shape war der Kollege, und ich weiß nicht mehr, wie der etwas korpulentere Kollege heißt. Ich weiß nur, dass er und sein Kollege beide aus Gifhorn kommen. Das ist so wie Nico hier, die 10. Er hat den Spielball unter dem Schirm, genau. Und der andere, der lange mit dem Schnürr ist, das werdet ihr gleich auch noch sehen, der da hinten in der Baseline steht, das ist Bert Neumann. Und die beiden Jungs. Ich weiß noch, es gibt eine Szene am Ende dann, weil die Referees sich auf ein, zwei Pfiffe hier einschießen, die ein bisschen schwierig sind, werdet ihr gleich merken. Wo ich dann auch zu einem von den Rotenburgern sage, ey Jungs, ihr habt echt so Pech, ihr spielt im Aufstieg und ihr habt die beiden schlechtesten Refs bekommen, die wir in der Oberliga haben. Aber da ist ja mal ein Dreier. Aber da muss man auch sagen, da haben die Rotenburger damals ein bisschen moderneren Basketball gespielt als wir.
Das ist Bert Neumann. Wenn ich mich an den Namen richtig erinnere. Aber ihr seht auch, ihr müsst gucken, wie euch die Fouls angezeigt werden. So, es ist so geil. Es ist so geil. Eigentlich sind die beiden Refs die Stars von dem Spiel. Starke Defense. Aha. Philipp Hamann, die Nummer 6. Witzigerweise damals war echt jung. Ich glaube, der war bestimmt, weiß ich nicht, 4 Jahre jünger als ich. Naja, 4 nicht. 3 wahrscheinlich, 2, 3. Hat dann später auch in der zweiten Liga mit mir, aber erst dann im übernächsten Jahr mittrainiert und ein bisschen mitgespielt. Ja, guck mal, meine Defense, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. da war nicht so viel Defense. Das ist der Philipp schlagen lassen. Ja, damals muss ich auch sagen, es war halt schon so, ich habe Zweitliga mittrainiert und wenn ich dann halt in der Oberliga mitspielen musste, ich hatte schon Bock da drauf, weil da konnte ich natürlich auch spielen und werfen und so, aber man war dann schon mal so ein bisschen abgefuckt, auch vor allem, wenn man so ein Spiel hatte mit solchen Refs. So, ne? Also eine gewisse Arroganz hat man dann leider Gottes dann doch noch irgendwie gehabt. Und es ist echt, es ist 27 Jahre her. Ich kann mich halt, danke Scooby. Scooby, das ist der Inhalt, für den Scooby hier ist. 90er Jahre Basketball aus Niedersachsen. Das ist Frank Arnold. Ich weiß nicht, ich glaube, der war da eine Zeit lang in St. Louis oder so, Damen-Basketball unterwegs. Aber da habe ich. Jetzt wieder mein Postgame vielleicht. Ja, starker Pass-Out. Oh, da ist auch wenig Platz, Ja, Fadenschreude. Das glaube ich, da bist du nicht allein mit den Gedanken. Welche, die in dem Game Profi geworden sind? Es gibt 2, die noch mit mir zusammen in der zweiten Bundesliga mittrainiert haben. Also zum einen Philipp. Der Point Guard jetzt den Ball hat oder verloren hat. Danke fürs Follow, Fadenschreude. Und dann kommt nachher noch Carsten Friedrich, der eigentlich aus Braunschweig kam, damals relativ schneller, echt cooler Point Guard 2er. Oh ja, schnelle Hände. Aber habe ich dann leider, und ihr seht schon, da kommt schon ein bisschen die Arroganz raus, Zweitligaspielers, dass ich nicht mit der Referee-Entscheidung einverstanden bin. Carsten hat damals mit mir dann, auch in dem Jahr schon, Also Carsten hat in dem Jahr Zweitliga trainiert. Carsten war irgendwie dann irgendwie, wer war denn damals verletzt? Welche Guards waren verletzt? Und dann hat man sich in der zweiten halt bedient. Ja, gerne öfter. Ich habe leider echt gar kein, ich habe eigentlich gar keine Videos von damals. Wenn ich ehrlich bin, das hat mir jetzt Nico letztens mal offeriert. Vielleicht hat er noch ein, zwei andere Sachen in seiner VHS-Box. Mal gucken, was er noch findet. Aber das ist ja das erste Spiel, das wir gegeneinander gespielt haben. Nico kommt ja dann später zu einem Wolfenbüttel und wir spielen in der zweiten Liga. V-lastiges Spiel. Da fliegen noch einige raus am Ende. Wer das schon sehen? Mein Trash-Talk-Game war eigentlich ganz gut. Aber ich habe mich in der Regel, wenn ich nicht provoziert wurde, zurückgehalten. Ich war... starker Passer. Ich hatte nicht mitgerechnet. Danke, Powerplay, Patty. Offensiv-Defensiv-Center. In dem Spiel habe ich mich ein bisschen gewundert. Das sind so hektische Fakes, die ich da mache. Viel zu kurz. Ich habe mich nachher noch auf dem Spiel, weil ich habe eigentlich öfter nochmal Würfe geblockt. Aber in dem Spiel mache ich das, glaube ich, überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe defensiv dann... Kleiner Jugend-Free-Center gespielt, auch in der Highschool noch. Und dann aber natürlich in der zweiten Liga war ich ja eher Dreier, Vierer. Mit Helpside-Blocks, aber eigentlich nicht, dass ich wirklich da großartig gemacht hätte. Und ihr seht ja hier, also ich suche den Weg aber echt immer nach draußen, obwohl ich eigentlich nominell so der Vierer bin. Was sind das denn für hektische Fakes, ey? Wie ein epileptischer Anfall spiele ich. Das war natürlich nice. So legt man sich den Ball selber vor. Vorher habe ich mich da zur Zeit auch schon so als Flügel eigentlich gesehen, Dreier. Aber hinten dann meistens sieht das ja, dass ich immer dann reinrutsche und schon auch so ein bisschen die Shotblocker, rudimentäre Shotblocker-Instinkte habe. Boxout. Ja, wenn du richtig gut springen kannst, brauchst du nicht Boxout zu machen. Ja, blocken war auch geil. Hab ich immer gerne gemacht. Aber wie gesagt, in dem Spiel, ich hab keine Ahnung. Da gucken wir mal. Schöne Bewegung. Egal, wie sie auch trippeln. Wie viele Zuschauer? Man sieht das nachher auch so ein bisschen, ich würde sagen so 50 oder sowas, aber ich glaube, die allermeisten kamen vom Gegner. Starke Bewegung. Ja, ihr seht ja, wir haben, ich habe das gar nicht, witzig wäre das, Nico, wir haben das Spiel uns zusammen angeguckt letztens.
Und dann meinte er so, ja, ich kenne auch jedes Play von uns. Und ich so, Alter, ich habe keine Ahnung, was wir da spielen. Das sieht irgendwie aus. Das ist so wie das Carsten Friedrich, mit der auch in der zweiten Liga dabei war. Wir spielen da so eine komische Art von Flex. Ne, so ganz, ganz merkwürdig. Keine Ahnung. Und, vielleicht ist euch aufgefallen, also nicht, weil man es sehen können, weil damals gab es selbst in der Oberliga keine Anzeigentafel, wo die Wurfuhr lief, aber damals noch schöne 30 Sekunden gab es noch pro Angriff. Und ihr seht das irgendwie, sagt dieses ne, Flex-Cut, ich gehe raus. Dann irgendwie schöner Cut, oh, schöner Assist von Nummer 11. Ja, Poster-Game war schon da. Genau, und jetzt kriegen die Refs ihren Lieblingspfiff gerade rein. Habt ihr gecheckt, was er gepfiffen hat? Ich muss nochmal zurückspulen, dass wir jetzt hier Analyse betreiben. Oh, was habe ich da gemacht? Oh, wo waren wir jetzt? Scheiße. Fuck, habe ich jetzt vorgespult irgendwie? Ah, hier, genau, da war's. Geh nochmal zurück. Achtet mal drauf, was der Ref pfeift. Ist halt echt Wahnsinn. Weil für diesen Pfiff, der gleich kommt, den werden wir halt mehrfach sehen. Genau, 2x20 gibt es auch. Es gibt nur zwei Halbzeiten, genau. Da geht nochmal dieser komische Flex, der so wenig Platz ist. Es tut halt so einen Augenweh. Und jetzt achtet. Ein Fuß hinter, eingeworfen, zack, übergetreten. So, genau. Und den Pfiff sehen wir ungelogen noch 5-6 Mal heute. Es ist super geil. Vor allem, das ist ja nur nicht mal, ist ja noch nicht mal sicher richtig. Er stand nicht im Feld. Ne, er hatte ja nur ein Bein hoch, ein Bein runter. Aber die Refs haben sich dann gleich, vor allem der Kollege an der Baseline, hat sich darauf eingestellt, dass er das der Pfiff ist, den er heute bringen muss. Ja, Spacing aus der Hölle, ey. Ja, das ist Nico. Nico war immer ein Wurfspieler, auch damals. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der mehr als einen Dreier hat, um zu spielen. Carsten mit Speed. Ei, da haben sie Finger hinten drin. Kann man darauf achten, wie die Refs anzeigen, ist es so geil. Jedes Mal, wenn die einen Foul anzeigen, ist es halt einfach richtig, richtig nice. Oh, Smoothman, danke, dass du hier eine Subscription raushaust. Der Punktestand, das Witzige ist, dass sie es ganz gut machen, oder der Regisseur es ganz gut macht, dass ab und zu wird das oben eingeblendet. Also manchmal geht die Kamera hoch, da wo der Bird steht, der Baseline, der Schiri, da drüber ist die Anzeigentafel, ab und zu zoomt die Kamera rüber, wenn es dann am Ende, ein bisschen besser wird. Ah, hätte ich gehabt. Und wie gesagt, alle anderen Fragen, die nicht um Oberliga Basketball in Niedersachsen gehen in den 90ern, die machen wir einen anderen Tag. Stockton's Nummer 6. Von uns, von. Kann gut sein, ich weiß aber nicht mehr, wie die Stockton damals aussahen. Ah, starke Hände. Alter, wie oft heute schon geworfen worden wäre, wenn man einen Meter Abstand an der Dreier liegen lässt. Ah, starker Pass. Das ist ein Lead Pass. Alter. Ach, die Shorts. Ach so, ja, ich dachte irgendwie jetzt, keine Ahnung, ich dachte schon so, da bin ich auf dem Schirm, dass John Stockton damals Signature-Schuhe hatte. Ja, Frank war sehr oldschool unterwegs. War jetzt so ein mega korrekter Typ, auch immer Trainer gewesen. Ah, starker Rebound. Ah, das ist moderner Basketball, das ist faul. Wie echt der Ref jedes Mal, wenn er irgendwas anzeigt, direkt immer super hektisch. Das ist so geil. Dunks? In dem Spiel nicht. Diese komischen Flex-Cuts und dann solche Dinger. Weißt du, dann lieber so Zweier am Mann, anstatt mal einen Dreier zu nehmen. Es gibt allerdings, wie gesagt, es gibt ein großes Drama am Ende, das kann ich schon mal auf jeden Fall ankündigen. Da wäre er durch gewesen. Oh, Schrittfehler. Hat er Angst gehabt vom Shotblocker.
Was echt ein bisschen verstörend ist, wenn man auf mich da so ein bisschen achtet, wie ich manchmal Emotionen zeige mit so Klatschern. Und, Gonzaga gegen Indiana in den 80ern. Oh, das ist aber bitter für Gonzaga und Indiana. Ich bin die Elf. Da unten der Mann mit dem T-Shirt. Damit Leute nicht Oberarm-Neid verfallen. Oh, starke epileptische Anfall-Fake. Oh, aber der macht da, na klar. Den Lina. Das Witzige damals, dass Nico mir erzählt hat. Na genau, ihr habt es gesehen, sie haben schon wieder übergetreten, gepfiffen. Wir schon mal zwei. Ah, starker Pass. Oh. Ach, Frank, der muss zu mir gehen, der Ball. Das Schlimmste ist echt, dass ich von drei Viertel meiner Mannschaft kenne ich einfach die Namen nicht mehr. Das ist so peinlich. Ich war aber auch nur ein einziges Jahr mit denen zusammen. Das ist echt bitter, ey. War der Ref geschmiert? Nee, es war einfach nur schlecht. Das muss man. Oh, starker Pass. Oh, den muss man natürlich machen. Oh, Bodenpass und Fastbreak ist auch nicht die beste Idee. Ist das so komisch, was für Fakes mache ich da überhaupt? Und wieder lang Zweier. Alter, das darfst du. Ich hätte ja kaum zeigen dürfen. Ah, der lange Zweier lebt. Ah, krasser Rebound. Schön in Traffic. Schön Spreizbuckelschwung. Okay, gut rauf und runter jetzt. Ach, Nummer 14 muss man sagen, das ist der Spielertrainer, der da unten jetzt aufpostet von BG. Und das Witzige ist halt, dass ich das gar nicht wusste, dass der eigentlich aus Wolfsburg kommt. Aber der war dann quasi vor meiner Zeit in Wolfsburg. Mein alter Trainer kannte ihn dann noch. Und der wird auch noch mit den Schiedsrichtern ein bisschen hadern an diesem Tag. Die Fakes sind der Wahnsinn. Also ich glaube, es muss vor der Zeit gewesen sein, wo mir erklärt wurde, dass man Fakes auch vielleicht mal mit Tempowechseln machen sollte, damit er irgendwer darauf reinfällt. Ich muss auch sagen, also klingt es blöd, aber das ist nicht der beste Basketball meines Lebens, den ich sehe. Das ist mein erstes Jahr quasi auf höherem Level. Und das ist Gott sei Dank noch besser geworden, die Jahre drauf. Das ist Männer, das ist der Oberliga Herren. Ja. Ich sag also, die Rotenburger waren relativ jung. Das war dieser Jahrgang, der irgendwie deutscher Meister geworden ist in der Jugend. Aber ich sag, alle relativ Jungs. Und bei uns war es ja auch viel jung. Und seht ihr den längeren Herrn da unten mit Vollbart, in dem dunklen Top, Rollkragen, das ist Janusz Klimek. Also wenn ihr den mal googelt, da findet ihr schon einige Highlights. Höheres Level, ja, ich sag, Oberliga ist das. Und wir waren quasi eigentlich auch dann die Reserve für die Zweitligamannschaft. Da hätte ich haben müssen. Aber man sieht ja auch da, glaube ich, auch selbst für die 90er. Da war jetzt nicht, da waren nicht die großen Talente am Start. Und wir spielen halt die ganze Zeit diese beknackte Flex. Ey, der Pass kam zu spät. Ja, genau, damals gab es echt noch keine Nummer 20. Steht auch mal. Ich glaube, der steht ein bisschen kleiner aus. Danke, Flores, fürs Follow. Ja, ich meine, ich bin 1,97. Oh, starker Pass. Der Kollege hier, die 6. Hat er da gepfiffen jetzt? Foul. Nee, 3 Sekunden. Ja. Nummer 6, glaube ich, auch so 1,95. Also, da war keiner auf dem Feld, der wirklich 2,5 Meter oder so war, muss man auch sagen. Das war dann schon ein bisschen weniger. Streetball damals gab es dann, ja, das sind die Emotionen, schaut mal, ey, da geht's ab. Ja, damals war es überhaupt alles noch super oldschool, ne? Also da war nicht viel mit hinterm Rücken dribbeln oder sonst was. Vor allem nicht bei Frank hier. Frank war einfach super straight.
Nee, also wie gesagt, ich habe zweite Liga gespielt, 3 Jahre. Carsten, die 5, hat in einem Jahr mittrainiert, stark abgerollt. Ah, da macht er nämlich. Philipp, die Nummer 8, der jetzt gerade nicht auf dem Feld ist, hätte dann auch das Jahr drauf dann mit mir zusammen. Und natürlich die Nummer 10, Nikolas Grundmann, der dann auch in Wolfenbüttel zweite Liga spielt, ein paar Jahre länger als ich auch. Ja, wir sind so die. Ich glaube, Clemens Eichler hat auch noch mal irgendwo, hat er nicht in Hamburg auch mal höher gespielt als die 8 von den Blauen. Aber das glaube ich niemand, den er jetzt. Oh, stark abgeräumt. Glaube ich niemand, den man jetzt wirklich kennt. Ah, das ist. Hält er den Ball am Leben, Nummer 11. Eine objektive Einschätzung zu dem Team. Das war damals halt ein bisschen. Es war ein bisschen wild, weil wir eben diese beiden Headcoaches hatten. Also den Janusz, der, wie gesagt, seht ihr da, sagt da rechts, mit Brille der Lange und dann Weini mit dem lila Top. Und wir hatten echt, ich weiß nicht, eine Aussage kann ich mich noch erinnern, damals in Göttingen, als wir mal gespielt haben, kurz vor so knappes Spiel auch. Und dann malt erst Weini irgendwie einen Player auf, dass so ein Guard halt abschließen kann. Und Janusz, der natürlich immer so für die Center war, malt dann quasi, also nein, 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 und malt dann selber halt so ein Play für die Center auf. Und am Ende war der ganze Halbfeld schwarz, wenn wir machen, was wir wollten. Ah, Clemens Eichler, ja, seht ihr. Bei Union im Hamburg, das habe ich auch irgendwie im Kopf. Auch ein richtig guter Typ. Kohle in der zweiten Liga damals, ja, nicht wirklich. Also in dem Jahr habe ich im Endeffekt nur das Fahrtgeld bekommen. Also ich musste ja dann 4-mal die Woche aus, oder 5-mal eigentlich, aus Wolfsburg nach Wolfenbüttel. Das waren ja immer dann so hin und zurück, knapp 80 Kilometer. Ne? Ah, stark. Moin nach Bremen. Und da gab es dann, glaube ich, habe ich damals bekommen, 500 Mark oder so. Also gar nichts im Endeffekt. Ne? Wenn man es einrechnet, so mit wie mein Auto verbraucht wurde, war es wahrscheinlich ein Minus. Aber ich habe dann noch, das weiß ich, im ersten Jahr? Boah, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Es kann sein, dass es im ersten Jahr war. Irgendwann hatte ich ja auch mal so einen, wir hatten dann so einen Fiat-Händler als, jetzt hier haben wir den Spielstand. Das ist 17 zu 11. Da hat mir dann so ein Cinquecento bekommen. Das war ganz witzig. Ich fand das ganz cool, dass sie den Basketball den kleinsten Wagen geben, den sie hatten. So. Scirocco ist von Halle? Nee, es ist ja nicht Wolfsburg. In Wolfsburg wäre das sicherlich der Fall gewesen. In Wolfenbüttel ist es ein bisschen anders. Die Böden, ja, diese Schwingböden. Ich meine, das Gute ist halt, ist natürlich längst nicht so hart wie Parkettböden. Ne? Aber ja, das ist schon. Aber guck mal, wie viel Abstand ich da lasse, das ist ja unfassbar. Aber dann ist er da. Und wird direkt gefaced. Eieiei. Bier in der Kabine. Der kleine Trainer, der in Lila, der hat mir mal gesagt, der ist immer noch aktiv. Also wenn er aus Wolfenbüttel kommt oder aus Braunschweig oder so, dann kennt ihr Thorsten Weinhold, Weini. Der hat mir damals ganz früh, als ich da angefangen habe, glaube ich, es war so ein Vorbereitungsturnier vor der Saison, gesagt, ja, weil ich so ein Typ war, ja, nee, so trinken rund um Sport eigentlich nicht. Und der meinte dann halt so, also dir muss schon klar sein, die Mannschaften, die gut zusammen saufen, die spielen auch gut zusammen. Boah, fand ich dann so mit 20 ein bisschen so semi die Aussage, aber nee, Bierchen habe ich meistens nicht getrunken, weil ich natürlich auch nach Hause fahren musste. Ne? Das habe ich dann doch immer schon relativ stringent durchgezogen, dass ich da nicht besoffen gefahren bin. Aber klar, ansonsten, das ist immer das Jahr vorher, als ich noch in Wolfsburg gespielt habe, in der Herren- und in der A-Jugend, da hat man schon ab und zu mal, wenn es soweit war, dann doch mal ein Bierchen getrunken. Und später natürlich sowieso. Mal selbst in der zweiten Liga, oh, Nico, im nächsten Dreier, selbst in der zweiten Liga hat man dann ja gerne mal auf dem Rückweg. Wir hatten ja Wolters als Sponsor und ich weiß noch, das erste Jahr hatten wir immer so eine Palette Dosenpilz Wolters im Bus stehen, was ich auch irgendwie gar nicht gecheckt habe, aber da war ich auch noch jung. So, ah, jetzt Nico gegen mich da im Low-Post, ah, das ist ein Mismatch. Haben sie mich nicht gesehen. Das Spiel plätschert gerade so ein bisschen vor sich hin. Ne? Ah, da muss er nehmen. Ah, den muss ich blocken. Eieiei. Und das ist Bert Neumann. Ist ein geiler Typ. Und beide Refs. Er sagt Nummer 14, der Spielertrainer.
Er hat so ein bisschen, er hadert mit den Refs. Wegen der Elektrolyte, natürlich. Schönes Bierchen. Ja, 14 Blau hat Probleme. 14 Blau ist wohl eh relativ, soll ich sagen, emotionaler Typ. Freiwürfe. Korb zählt. Und jetzt ist gesehen. Wer weiß noch, was das bedeutet, wenn der Schiri das anzeigt? Bin ich gespannt, wer das noch weiß. Wird das dann zeigen, dass ihr echt alt seid? Oder krasse Regelgeschichtsschüler? Nee, das heißt es nicht. Fingernoten. Das heißt, dass wenn der Ref das hier angezeigt hat. Eventuell kann man es merken, wenn er jetzt daneben wirft. Wenn er trifft. Ich sehe schon, es sind doch nicht 1 und 1. Ja, na klar. Natürlich. Damals war es noch so, wenn es gab nicht Mannschaftsfouls und Fouls davor, sondern es gab noch so ein Zwischending. Das heißt, genau, es gab dann halt, ich weiß nicht, war ich von Foul 7 bis 8 oder so, ich habe es gar nicht mehr aus dem Kopf. Wenn du den ersten getroffen hast, gab es noch einen zweiten. Wenn du den ersten nicht getroffen hast, dann ging es nochmal weiter. Deswegen sind eben auch alle nach dem ersten Freiwurf reingerannt. Ey, das war eine Fackel, der Grundmann. Ah, starker Rebound. Was haben wir? Videobeweis damals. Das wäre vielleicht etwas länger gedauert. Gerade in der Jugend, wenn man etwas denkt, man. Oh, schlechter Wurf. Ja, ich meine, das hier, was Krebs da schreibt. Ja, klar, ich meine, ich finde, die Basics müssen erstmal stimmen. Ne? Wenn du die nicht hast, dann kannst du auch nicht großartig mit deinem Rücken dribbeln. Und das wollen irgendwie mal alle lernen, sag ich mal. Ne? Die ganzen. Die Trikots, ob die Einheitsgrößen waren. Ich kann mir vorstellen, dass das damals Jerseys waren, die von der ersten quasi runter abgegeben wurden. Bin mir aber nicht sicher. Ich weiß, dass wir damals die Trikots abgeben mussten immer, weil es dann an die zweiten, dritten Herren dann halt die zweiten Liga-Trikots weitergegeben wurden. Ach so, bei Teamfalls, ja genau so war das. Ja, schon Ewigkeiten. Ich glaube, das haben sie auch ein Jahr drauf, glaube ich, dann auch schon geändert. Big Giant, eigentlich hast du nichts verpasst, ja. Also es geht um den Aufstieg für Blau hier aus der Oberliga in die zweite Regionalliga. Ich habe schon ein, zwei Dinger gemacht aus der Distanz. Ja, und die Blauen hier, Clemens Eichler, das ist die 8, zeigen ein bisschen, was abgeht. Kein Dreier, das noch nicht. Aber ich mache noch einen, das kann ich versprechen. Ah, jetzt hier High Post. Ah, das ist ein schlechter Pass und dann kickt der Grundmann neben dem Knie so aus. Ach, ihr meint das, ach, du meinst die Trikots von den anderen? Bei den Blauen weißt du nicht, wie die Trikots, was sie da machen. Das ist ja nicht meine Truppe. Das ist wieder ein starker Pass von mir, muss man sagen. Ah, das Foul, ja, nice. Gut gesehen, André. Und ein Lob vom Trainer sogar. Ey, wenn ich mich da faken sehe, jedes Mal, als hätte mir irgendwie jemand einen Stromschlag verpasst. Ah, da kann man meine Waden ganz gut sehen. Selbst Schwarzenegger beneidet mich um die Waden, glaube ich. Wenn ich obenrum genauso wäre wie mit den Waden, dann hätte ich, glaube ich, auch noch Sport gemacht. Jokic Senior. Ja, die Fakes, ich meine, sie haben ja funktioniert. So, von daher, was soll ich sagen? Mit der Haarpracht, nee, das Ding ist halt, bei mir, meine Beziehung zu Haaren war immer schwierig, weil ich denke, als ich sie hatte, habe ich zu wenig draus gemacht. Das war mir relativ egal und ja, jetzt habe ich keine mehr. Jetzt traue ich natürlich allem nach, was irgendwie nach Haar aussah. Oh, jetzt bin ich ausgewechselt worden, glaube ich. Ja, gut.
Wer ist denn die 14? Alter, ich habe keine Ahnung, wie die Leute sind. Ah, Frank. Da wird er sie ärgern. Heute noch wahrscheinlich wegen dem Pass. Was jetzt? Was haben sie jetzt gepfiffen? Es ist so wild und die Refs werden noch wilder. Wie gesagt, für die Spieler zugekommen sind. Sie haben schon zweimal beim Einwurf Baseline abgepfiffen, weil angeblich übergetreten wurde. Ah, die musst du machen, Philipp. Ah, die musst du auch machen. Ja, Clemens Eichler. Ja, wie gesagt, die konnten Jungs, die konnten echt fackeln. Also Clemens die 8 und dann Nico die 10. Die waren schon echt gut. Aber ehrlich gesagt, machen die noch viel zu wenig. Heutzutage würde man natürlich mit den Jungs ganz anders spielen. Ne? Wie unsere Guard auch gar nicht den Korb ankommen. Hey. Ja, Timing beim Rebound war auch nicht da. Hat denn von euch jemand, der dabei ist, mal in den 90ern überhaupt gespielt? Seid ihr alle eher jünger unterwegs? War ich eher ein Leader? Schon eher Leader. Aber ich muss sagen, in dem Team war es halt ein bisschen schwierig, ne? Weil ich habe halt, wie gesagt, das war das Jahr, wo Stefan Koch, habt uns ja vielleicht beide am Sonntag kommentieren hören, da waren wir beide halt in Wolfenbüttel. Er war, glaube ich, 29 und kam aus Lich, ja, wo er vorher Coach war, nach Wolfenbüttel und sollte eigentlich da aufsteigen mit der Mannschaft. Ich kam aus Wolfsburg, aus der Kleinstliga, sollte da mittrainieren. Und ja, das ist. Das war dann halt krass, oben mittrainiert. Die brauchten mich auch quasi in jedem Training, weil da nicht genug Leute waren. Und dann war ich bei der Mannschaft einfach super selten dabei beim Training so. Und war ich nur bei den Spielen mit. Und da hatte ich dann irgendwie auch gesagt, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich da jetzt großartig vorangehe. Aber wenn das normal war und ich einer der besseren Spieler war, dann war das schon so, dass ich eigentlich eher so ein Leader versucht habe zu sein. Auch gerade später, als ich dann Ende 20, Anfang 30 war. Oh ja, ich sehe schon, ein paar Leute haben ja schon in den 90ern noch gespielt. Ich lade das alles nochmal hoch. Das ist ab morgen dann auch hier, also direkt danach ja hier zu sehen und auch bei YouTube lade ich es nochmal hoch. Oh! 1995 im Verein, ja, das ist ein Tag, ein Jahr später. Teenager-Alter, Streetball auf der Base in den 90ern, das ist natürlich auch geil. 90 habe 2003 gespielt. Dein Co-Trainer war Rödel, oh, okay. Also dein Co-Trainer im Sinne von, du warst Coach oder der Co-Trainer der Mannschaft? 84 ist echt geil. Nie im Verein gespielt, das ist echt ein bisschen schade. Das ist schon ein geiles Gefühl. Also damals, weiß ich noch, das war genau die Zeit in den 90ern, ich bin ja wieder drin. Da habe ich mich einfach komplett darüber definiert, ne, dass ich ja Basketball gespielt habe. Ich war Basketballer. Alles andere war komplett nebensächlich. Für alles. 19 gespielt und deshalb bin ich nur eingewechselt worden, um nur zum Punkt zu machen. Ah ja, das kennen wir auch. Die Jungs hatten wir auch im Team. Baujahr 90, ich bin zu spät. Heute noch Landesliga, das ist doch stark. Rödel war dein Trainer. Achso, okay. Wie denn Rödel noch in. Wie bei Alba dann? Oder wo kommt der her? Aus Hessen, glaube ich, ne? Street und Uni. Jetzt vorbei in Einball getreten. Ja, sauber, das ist nie zu spät. So, Freunde, wenn wir jetzt nochmal das Ding nochmal ziehen wollen, dann muss der Ball in die Ecke. War das ein Dreier? Das passt auf jeden Dreier. Eieiei. Da hat man noch Offenbach, ja, alles klar. Boah, wie alle wieder immer wieder reinziehen, da wo die Defense halt eh schon steht. Ha, aber der Grundmann, der ballert halt. Nächster Rebound. Nicht Osnabrück, sondern Offenbach kommt Rödel, ne? Stand da eben schon. Ja, das mit den Lehrern und Basketball, das kenne ich auch. Ich habe mal in Wolfsburg so eine Schulung gemacht für Lehrer. Und das war, da sind die Bretter am Werk, und da ist wieder Platz. Das war eine Katastrophe. Da hatten wir echt noch Lehrer, die mir dann so Mitte der 90er erzählen wollten. Das ist so ein Zylinder gebe über jedem Spieler, wo der andere Spieler nicht reingreifen darf und all diese Geschichten, wo man so denkt, Alter, Sascho, danke fürs Folgen. Alter, das ist eine Regelauslegung aus den 60ern, was erzählst du mir denn da? Ne? 14 und die Refs sind da, gut am Erzählen. Und?
Es ist Halbzeit. 24, 26. Oh, hier. Langsam von Seite zu Seite. Wir können gut denial spielen bei dem. Wenn Clemens Druck macht oder Tim oder Nico auch verspielt, dann müssen wir die anderen denial spielen. Die stellen ihre Screens, die switchen wir. Ja, wenn wir nicht ganz klar durchkommen, werden die geswitcht. So, dass wir immer mit dem Rücken zum Ball sind, immer zwischen Mann und Ball. Mit Defense heißt es weiter ausboxen. Ja? Es sind zwei Leute, bei denen die viel machen. Das ist dieser Picklige. Ja, der macht immer einen Dribbling und einen Schuss. Oder das bin ich. Zu diesen beiden Leuten kommen lassen. Ja, von mir aus zu diesen anderen Würsten. Aber die beiden müssen. Würsten! Alter, was sind das für Sprüche hier? Wie geil, das hat man gar nicht gehört. Wenn wir den Ball haben, schnell nach vorne spielen. Das Spiel war zu langsam in der ersten Minute. Okay, jetzt mach gleich Druck. Wo du kannst, nimm den Ball und so schnell wie es geht nach vorne. Wenn du einen Schuss 1 gegen 3 da vorne nimmst. Wir müssen schnell nach vorne spielen. Flügel sofort nach außen auf den Tempo. Der Schrittfehler war deshalb, weil du nicht nach außen gelaufen bist. Du bist durch die Mitte, dann nach außen gelaufen. Nur mein Schrittfehler. Ja, natürlich. Du musst gleich nach außen gehen und mal mit dem Lichtauge, ja, dann hast du keinen Schuss. Sofort nach außen, ab nach vorne und dann zum Korb gehen. Die kaufen das zu, die pfeifen das für uns. Ja. Sollen wir unten bei den Sendern auch die Screen switchen oder? Ja. Wenn wir nicht ganz klar durchkommen. Ja. So, Wenn da zum Schluss fahren, guck, das klappt. Kann man immer ganz gut durch. Das andere mal relativ gut. Warte, was mir? Okay, auf geht's. Also der Picklige soll keinen Ball bekommen. Der Picklige bin ich. Von daher schauen wir mal, ob das in der zweiten Halbzeit funktioniert. Das hat mir Nico gar nicht gezeigt, als er mir das gezeigt hat. Ich meine, noch ein paar Sachen im Chat, glaube ich, gerade. Ja, was beim Verein ist schon irgendwie cool, wenn man einfach... Ne? Ach, guck mal, geil, du hast das gerade gesehen, den alten Orlando Magic Warm-Up, der eine Kollege. Nice. Ja, und ich glaube, die Zuschauer, das sind, glaube ich, alle, die aus Rotenburg kamen, da links. Ja, und die Umkleidekabinen, die waren echt überall. Überall gleich. Ja, und Basketball in der Schule ist so ein Thema. Ne? Wenn du keine basketball-affinen Lehrer hattest, dann wurde es auch nicht weitergegeben halt. Ne? Der Sportlehrer zwingt seine Kids schon dazu, Sport zu machen, auf den sie keinen Bock haben und auf die auch selber keinen Bock haben. Ne? Ja, die alle tobt, das kocht. Ah, sehen wir doch, guck mal, da sind sie doch. Es wird aber noch voller, wenn ich richtig erinnere. Das ganze Dorf ist da. Ja, also Rotenburg-Schlesel ist, glaube ich, auch nicht so groß. Ne? Was war es? 24-26. Also wirklich High Scoring. Aber wie gesagt auch, ne, 20 Minuten durchlaufend. Also nicht durchlaufend, aber 20 Minuten, ne? Erste Halbzeit. Keine Viertel. Von daher. Naja. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt warten, bis das Fernsehen auch wieder drauf geht. Ach, siehst du. Ja, Schesel ist ja auch. Ja, Schesel ist ja auch. Wenn du aber auch so eine Stadt hast oder so einen kleinen Ort, wo halt Basketball, wo Basketball halt dann so ein bisschen verankert ist, dann ist ja auch cool. Ich habe mal ein Spiel gegen Hürth verloren, wo unser Ami 54 gemacht hat. Da bin ich von Dre ausgecoacht worden. wie hieß sie denn? Kommt aus Aachen aus der Richtung, oder? War das nicht das Ding? Wie hieß denn euer Club? Da haben wir doch in der Verlängerung gedoppelt auf einmal, glaube ich, dann gegen euren Ami, oder? Hätte ich mir aber früher, oh stark, hätte ich mir aber früher einfallen lassen können, dass wir den vielleicht mal doppeln. Ja, ja, genau. Wie hieß euer Verein nochmal? Basweiler, genau. Ja, ja, ja. Dafür habt ihr danach dann uns eigentlich jedes Jahr dann weggenagelt. Ich musste Basketball mit Handicap spielen, weil ich zu gut war. Ja, ich weiß, wo ich hab's Basketball in der Schule hab ich gehasst, weil gerade als ich dann gespielt habe. Da hat man echt nur gedacht, hoffentlich verletze ich mich nicht. Ja, Jugend trifft für Olympia. Das war halt auch immer geil. Da haben wir in unserer Schule auch mal versucht, irgendwas an den Start zu bringen. Hab's aber meistens nur so zur Zwischenrunde geschafft, leider. Ah, schade. Schöne Bewegung. Das ist Jan Wichmann, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ah, jetzt mache ich ja wirklich Defensiv-Stance, jetzt gebe ich hier Vollgas. Guck mal, die schnellen Hände. Oh, und dann auch physisch gespielt. Ach, Caro. Ich habe ehrlich gesagt nichts. Das hat mit mir der Nico Grundmann zugespielt.
Und der hat wohl gerade so, er sagt mal, er hat gerade eine Retro-Phase. Ah, mit Kontakt, ah, das müssen wir pfeifen, Junge. Hat er irgendwie, ist gerade dabei, so alte Sachen zu digitalisieren. Aber das, ich weiß nicht, ob er noch, ich letztens hat er auch einen Clip geschickt aus der zweiten Liga. Aber ich weiß nicht, ob er da mehr hat. Der wird mir sicherlich versorgen, wenn er welches was am Start hat. Mit Frank Theiss habe ich nicht zusammengespielt. Das war dann schon relativ weit nach meiner Zeit. Oh, nice, mit links. Wie viel von Athletik? Ich denke ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel. Also damals ging schon. Also zu der Zeit war so ein Dank von einer gestrebten Linie eigentlich kein Problem, also vom Zonenrand. Also Dank-Contest, auch wenn ich es in dem Spiel echt nicht zeige. Das war schon kein Thema. Heute, mein Ziel war ja Dank mit 50, jedes Jahr ein. Letztes Jahr habe ich mir dann keinen gemacht wirklich in der Halle, weil als ich in die Halle wollte, das ist ja dann meistens so um Weihnachten rum, da ging das ja vergangenes Jahr nicht. Von daher, ja. Niederschmetternde Kommentare zum Wolf Mittler. Ich höre das gar nicht, ehrlich gesagt. Ich rede wahrscheinlich zu viel. Ich weiß noch, kann noch eine Auszeit kommen, wo der Coach ihm sagt, der Elber darf keinen Ball haben. Ey. Warum nehme ich den Dreier nicht? Warum ist das kein Foul? Eieieiei. Was war jetzt? T? Ja klar, den Black Griffin hat auch eine Dankpause gemacht. Ja, ich glaube, der schafft mit 50 locker noch einen Dank. Ne, ich meine, mir im Garten, will ich mal gucken jetzt. Ich habe nur so ein, zwei Deadspots in meinem Court. Wenn ich die rausgemacht habe, dann probiere ich es da vielleicht. Und dann werde ich es natürlich auch dokumentieren. Oh mein Gott. Aber Turnover provoziert in meiner miesen Defense. Dunking Dre, ja. Also ich hatte in meiner Karriere schon, das Witzige ist ja, man kann sich irgendwie dann ja, wenn es schon 30 Jahre her ist, an die wenigsten Sachen wirklich erinnern, aber an die Dunks erinnert man sich natürlich schon, wenn es jetzt nicht in jedem Spiel 5 Stück waren, das war es bei mir natürlich auch nicht. Ach, Handgelenk durchdrücken, Alter. Ja, also Dunks, ich finde so die richtig geilen, die vergisst man auch nie. Livio. Ich denke, Livio war in der Regel zu dem Zeitpunkt selber unterwegs und hat gecoacht. Ich weiß gar nicht, was er 94 noch gecoacht hat. Ich hätte bei Livio ja fast mal gespielt, deswegen kenne ich ihn ja ganz gut. Ich kenne ihn eh ganz gut, weil damals, weil ich auch meine Jugendspieler damals, als er aus Rumänien ankam in Braunschweig, ihn zum Training gebracht hat, was er damals angeboten hat für alle. Dann habe ich halt, als ich dann zu Volkswagen bin, also als ich dann quasi von der nach der Ausbildung zum Industriekaufmann ans Band musste erstmal, war für mich eigentlich klar, ich kann nicht irgendwo höher Basketball spielen und wollte eigentlich dann, witzigerweise wollte ich dann einfach in Wolfsburg Landesliga spielen und noch die Saison, bis ich dann halt studieren nach Köln gehe und wollte irgendwie ein bisschen Fußball nebenbei kicken, was ich als Kind gemacht hatte. Und dann hatte ich damals, aber was immer ganz geil ist, in der alten Waage in Braunschweig, das ist die alte Bundesliga-Halle, da im Sommer waren ja echt geile Pickup-Games mit den ganzen Ex-Bundesliga-Spielen aus Braunschweig. Da kamen auch mal ab und zu immer Nationalspieler hin. Das war mir ganz witzig. Und dann war ich da auch im Sommer und dann hat der Livio irgendwie gesagt, ja, was machst du nächste Saison? Und so, ja, Livio so und so, ein bisschen viel arbeiten. Ich glaube, ich spiele in Wolfsburg und dann vielleicht kicke ich noch ein bisschen so nebenbei zum Ausgleich. Weil es klar war, dass ich Schicht arbeiten musste halt. Ne? Und dann meinte er, André, was soll das? André, du bist ein seriöser Spieler, spielst du bei mir. Damals war das, glaube ich, zweite Regionalliga, meinst du, ja, also wenn das für dich kein Problem ist. Ja, weil Livio ist natürlich schon echt eine harte Sau. Und dann meinte er, André, nochmal, du bist seriöser Spieler, du musst hier nicht laufen in die Treppe. Das machen ja die ganzen Jungen. Ich so, ja, okay, dann können wir das natürlich gerne machen. Aber dann kam das Angebot nochmal aus der zweiten Liga auf Wolfenbüttel, habe ich dann noch ein Jahr gespielt. Nee, ich habe dann, VW hat nicht karriert, ich habe dann noch das Jahr zweite Liga auch gespielt. Das war das Jahr, wo ich dann wirklich gespielt habe. Die ersten beiden Jahre, muss man sagen, habe ich im ersten Jahr unter Stefan habe ich meine 5 Spiele gemacht und das war, da habe ich 2 Punkte erzielt. In Göttingen damals hat unser Ami, glaube ich, unser Ami irgendwie 40 gemacht. Ich habe dann 2 am Ende, als ich für ihn reinkam, an der Freiwurflinie.
Im zweiten Jahr habe ich den Trainer einfach echt, der hat einfach nichts von mir gehalten, leider Gottes. Da habe ich dann Spiele gemacht wie Lichterfelde mit 6 Punkten, alles getroffen, verteidigt gegen Jörg Lüttke und eigentlich echt ganz gut. Und dann die nächsten 3 Spiele gar nicht gespielt. Das war richtig, richtig kacke. Und dann ein Jahr in Salzdahlem, das um die Ecke ist, in Wolfenbüttel, auch in der Halle dann Regionalliga gespielt und dann ausgelernt als Band. Und dann habe ich nochmal Zweitliga gespielt. Aber auch dann eben so mit Einzeltraining morgens, wenn ich Spätschicht hatte. Aber Livio ist ein guter Typ auf jeden Fall. Was stand hier noch? Gepostet. Ja, also da muss ich sagen, da habe ich schon ein paar gehabt. Oh, jetzt. Achtung. Baseline, Spin. Oh mein Gott. In der Halle musst du immer übers Brett gehen. Immer übers Brett. Die sind so locker gewesen, die Bretter. Nee, ich habe ein paar Poster-Dinger gehabt. Auch wirklich in Spielen dann. Obwohl, das beste Spiel dankmäßig war mal so ein Turnier mit Wolfenbüttel ziemlich früh damals. Als ich halt einmal wirklich, das war ja ganz geil, also Team hat irgendwie Zone gespielt mit so einem 2,45 Meter Center, der so lange Haare hatte, irgendwie fein, ich glaube es war ein Kiel oder so. Und dann so der Klassiker, ne? Ball in der Baseline gekriegt, Mitte getäuscht, der untere Spieler in der, oder der äußere Spieler in der Zone geht zur Seite, Drive Baseline, dann Doppelstopp in die Mitte, oh! Oh mein Gott! Ah, mit Power natürlich. Und dann halt, der Center kam dann nur so rüber gestopft. Im gleichen Spiel noch ein Alley von auf Pass von Ali Hariri, wer den noch kennt. Sehr, sehr geil. Ich hatte mal, okay, bestimmt keine Ahnung, 10, 15 Dunks, die echt ganz geil waren. Und ein paar auch am Mann. Also da waren schon gute Dinger dabei. Geil war halt, wisst ihr, damals, das werde ich nicht vergessen, als hier in Salzdahlem war, das Salzdahlem war so ein bisschen das Abstellgleis für so Ex-Zweitligaspieler, die in Wolfenbüttel irgendwie geblieben sind, jobmäßig, und dann aber nicht mehr Zweitliga spielen konnten. Ey, die Freiwürfe. Das wird auch noch ein Thema, meine Freiwürfe in diesem Spiel. Was soll ich jetzt erzählen? Ach ja, genau. Sonst hatten wir jetzt so wenig Spieler im Training oft, weil so die älteren Herren, heute sage ich älter, die waren halt Ende 20, Anfang 30, weil die nicht zum Training gekommen sind, nur zu den Spielen, haben wir dann jede Woche gegen Braunschweig gespielt, in Tura. Und die hatten damals Amerikaner, Joe Asbury, wer den kennt. Riesenspringer, kein Wurf, aber unfassbarer Athlet. Und Thorsten Stein, ehemaliger Mitspieler von mir aus Wolfenbüttel, 2,17 Center. Und gegen die habe ich mal ein Testspiel, haben die da auch eben dann, ne? Die haben Zone gespielt. Ach, stark. Schrittfehler, leck mich doch am Arsch. Und dann habe ich dann auch gegen Joe und gegen Thorsten einen weggesteckt. Das war natürlich sehr geil. Aber Freundschaftsspiel zählt nicht. Abo Olsner. Nee, All-Oberliga auch nicht. Ich war in den USA, wirklich All-Conference, wo ich dann gespielt habe. Das war's schon. Habo All-Oberliga-Team. Klingt echt ungelenk. So ungelenk, wie ich mich da bewegt habe, gerade im Post. Schön die Arme hoch. Ey. Den Spielstand, haben die gerade zwischen meinen Spielstand eingeblendet? Ja, die spielen echt den modernen Basketball, aber hattest du den krassen Spitznamen, den ich so habe? Ja, eigentlich Trey. Das hat sich eigentlich von damals ein bisschen durchgezogen. Der Spielstand, man sagt, man kann das nur sehen, den Spielstand, wenn er links oben hinzoomt. Oh, wir haben auch einen Dreier getroffen. Frank. Ich dachte auch irgendwie schon, eigentlich hätte man irgendwie so mal so einen Counter hier einbauen sollen bei der Übertragung. Irgendwie so mitzählt. Da kommt man rein und dann. Was ist das? Ja. Chessbeast, bist du so spät dran? Ich hab's angekündigt. 1994, Wolfenbüttel gegen Rothenburg. Ich sag's gerne nochmal. Für die Blauen geht's. Ah, da gibt's immer den Stand. 37, 31. Highscoring. Alter, okay, Moment. Ihr seht da Edgar Vibo. Das ist der Kollege, der euch dann wirklich die richtigen Geschichten erzählen kann. So, dann muss ich kurz einmal hier gucken, dass ich ihn noch eingeladen bekomme. So. So. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, wer Edgar ist? Schickt mir jetzt schon mal den Link, dann kann er ja zukommen und kann da sicher noch einige Inside-Infos geben, die ich schon wieder vergessen habe. Weil das ist einfach so
vergessen, was ich stellenweise zeige. So. Jetzt wird geflamed. Jetzt ruhig ziemlich aus. Wie kommst du auf die Idee, ihr Spiel zu zeigen, zu kommentieren? Was soll ich sagen? Ich bin nicht hier, um nur seriöse Arbeit zu machen. So, er hat es gesehen. Jetzt warte ich darauf, dass sich der Kollege einwählt. Spicy Stories von Edgar. Ja. So. Selbst zu feiern, da hätte ich vielleicht eher ein Spiel raussuchen sollen, wo es wirklich, wo ich geil spiele. So, was ist denn mit los mit Nico? Weil Edgar, könnt ihr euch vorstellen, ist halt Nico Grundmann. Er kennt den aus dem Podcast, wenn er einmal dabei war, als wir unseren Sommer-Podcast aufgenommen haben und auch über das Spiel gesprochen haben übrigens hier. Da ist er. So, Alter, dann gucke ich dich mal, ob ich dich hier reinbekomme. Warte mal, Guest One. Warte. Nein. Jetzt wird hier mit der heißen Nadel gestrickt hier. Zack, zack. Ne, warte, nee, Square One, nicht One Round. Ein bisschen kleiner. So, dahin. So, warte mal, wo habe ich dich denn muted? Wieso höre ich dich nicht? Warte mal kurz. Und da müsste jetzt auch Nico sein. Nico, sag mal was. Moin, moin. Alles klar. So, jetzt stopp mal kurz. Jetzt haben wir den Mann mit der Nummer 10 hier, links im Bild. Und jetzt kann ich keine Lügen mehr erzählen. Also jetzt wird es wirklich... So sieht es nämlich aus. Ich bring dich mal hier oben hin. Willst du irgendwas noch direkt schon mal erzählen? Ich habe eigentlich schon alles erzählt. Ne? Für euch ging es um Aufstieg. Ihr wart die deutschen Meister aus der Jugend, die jetzt hier bei den Herren richtig absahen wollten. Haben wir was vergessen? Nee, das war so das erste Jahr, wo wir mit unseren Jugendlichen bei den Herren richtig mitgespielt haben. Und Oberliga war für uns eine riesengroße Sache damals. Und wie gesagt, es ging um den Aufstieg. Ne? Ich glaube, es war der letzte Spieltag. Ja. Und wir mussten gewinnen, um aufzusteigen. Und ihr konntet da easy die Saison ausschwingen lassen. Genau. Und jetzt, irgendwie steht es irgendwas in den 30ern. Aber wir wollen natürlich nicht spoilern, was am Ende passiert. Denn das wird heute noch richtig, richtig heiß. Von daher, eben hat einer gefragt, oder Finn schon mehrfach, wer alles Pro geworden ist von den Jungs auf dem Feld. Also ich meine, wir beide so halb. Clemens, war noch einer dabei, den ich vergessen habe? Genau, die blaue 15. Das ist Ron, der jetzt da, der hat ach ja, genau. Aber auch, ich glaube, ein oder zwei Jahre in Oldenburg gespielt, zweite Liga. Also Oldenburg damals Top 2, Top 3 Team in der zweiten Liga. Aber so richtig glücklich geworden ist er dann nicht. Ja, das sind wir doch alle nicht hochgespielt am Spiel, wenn wir ehrlich sind. Ja, nee, vor allem mit den Refs. Das Glück hier. Aber das weiß man halt erst später. Ja, natürlich. Aber mit den Refs waren sie auch nicht glücklich, die Rotenburger an diesem Abend. Wie hat sich die Zuschauerzahl verändert? Sind nur alle von Anfang an dabei? Ja, ich würde sagen, ich glaube, da ist keiner nach Hause gegangen bei dem Thriller. So, wie ist Ron mit Nachnamen? Ich habe schon wieder vergessen. Hamelberg, alles klar. Ron Weasley, genau. Ja. So. Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass du die Halbzeitansprache hier gezeigt hast. Die habe ich gezeigt, ja. Ich dachte, erst besser vorne halten. Absolut. Wahrscheinlich, weil ich da als der Picklige bezeichnet bin. Das wusste ich selber nicht. Das ist schäbig. Aber die haben wir bei dir dann aber auch geskippt, als wir das zusammen geguckt haben. Sonst hätte ich unterm Tisch gelegen. Das meine ich ja, du hast wieder vorne halten. Was ich aber weiß, ist, dass ich unsere Duschszenen nach dem Spiel dir nicht gegeben habe. Insofern bin ich halbwegs ruhig. Okay, also ja, gucken wir mal, wo die heute zeigen müssen. Das ist ja nicht ab 18 der Stream hier. Ah, da sehen wir doch. Grundmann, eieiei, schäbig gezogen, Offensivfoul. Na klar. Hat der Schiri noch einen Spruch gedrückt, glaube ich, gerade, als er vorbeigelaufen ist. Vor immer schön das Offensivfoul zur falschen Bank anzeigen. Ach, Frank, ey, Frank ist der Geilste.
Was du mir erzählst, meinst du letzten, wo war Frank dann irgendwie Damentrainer? Frank war in Marburg. Marburg, nicht Salou, ja. Genau, das ist hier, ich glaube, da gibt es irgendwie einen Trick. Ich höre natürlich den Originalton und dann höre ich dich hier reden. Soll ich den Originalton ein bisschen leiser machen, meinst du, oder? Ich weiß nicht, ob du das kannst oder ob ich das machen muss hier. Ich kann den Sound vom Movie ein bisschen leiser machen, das ist dann vielleicht ein bisschen leichter. Oh, Schrittfehler. Ganz klar. Eieiei. Ja, da gut gesehen, der Ref. Oh, Danny Traub ist hier. Guck mal hier, jetzt haben wir richtig, richtig Prominenz im Stream aus Niedersachsen. Sehr schön. NBV lässt grüßen. Na klar. Gibt sich die Ehre. So. Oh, jetzt wird ja richtig Druck gemacht, ey. Damals übrigens, wo wir schon bei Regeländerungen sind, noch 10 Sekunden im Rückfeld. Von daher, auch das war das noch safe. Ah, starke Vertäuschung wieder. Oh. Das. Ja, gut, klar. Klares Foul vom Ron, muss man sagen. Ah, nee, von deinem Coach. Ne? Der leere Blick ist so geil. Jörg Wallers, bester Mann. War das schon sein 5. Nee, noch nicht, ne? Kann nicht mehr lang dauern. Da wird noch diskutiert. Aber die Refs, die waren halt gnadenlos, ne? Und jetzt, das ist die Szene, wo ich sage, hey, pass auf, Clemens, Junge, das sind halt die letzten Refs, so, ne? Die sind bekannt, dass die halt gar nichts drauf haben. Die kommen aus Gifhorn, sorry. Wer weiß, vielleicht sind die auch dabei hier. Keine Ahnung. Ja, letztens habe ich mal im Stream, gefragt, wie alt denn die Zuschauer sind. Da waren relativ alte Kollegen dabei. Aber so alt, dann glaube ich auch wieder nicht. Ja, jetzt ist das jetzt schon die Phase von Mr. 50%. Oh. Obwohl der erste war, glaube ich, immer drin, ne? Oh, wie steht's denn? Das ist 37:41 nach 10 Minuten. Alter, das ist ein Nailbiter. Das ist so wie gestern Bayern gegen Mailand. Die Nummer 12 von Wolfenbüttel, die hat sich gemeldet, glaube ich, bei dir letztes Mal. Nummer 12? Mhm. Dein Mitspieler quasi, also du musst ja deine... Wer Bank ist der Nummer 12? Der sich mit Jörg geholzt hat immer. Der Vierer. Achso, aber wo soll er sich gemeldet haben? Starker Pass. Das ist irgendwo Facebook, Instagram... Das habe ich gar nicht gesehen. Muss ich nochmal in die Kommentare schauen. Da, die 12. Aber, hey, ich habe echt, es ist so bitter, dass ich da echt, bis auf die paar Jungs halt, echt keinen mehr kenne. Ah, Grundmann. Ich möchte erst nochmal dribbeln. Hätte ich werfen können. Hast schon genug geworfen im Spiel, finde ich. Ja. Bei der Quote. Kann er mich denn da wieder auswechseln? In entscheidenden Phasen, Alter. Die Halle sieht genauso aus wie heute noch. Ja, was soll ich da? Obwohl, neue Linien werden sie doch haben, oder? Dann ist guter Platz. Dafür hat es gereicht, ja. Ich habe vorhin gesagt, glaube ich, aus energietechnischen Gründen, so eine Halle wird heute nie wieder gebaut werden. Der Fensterfront. Das Panzerglas. Das ist echt so Wahnsinn. Aber haben nicht deine Herzöge auch noch gespielt, als du da verantwortlich warst? Oder überhaupt ihr? Sicher nicht. Aber vorher, bevor ich verantwortlich war. Nee, irgendwann wurde die nicht mehr zugelassen von der Pro B. Ja, mit Recht. Oh, wer bei uns 1 gegen 1 gewinnen würde, ich glaube, das ist relativ schnell erklärt. Nico hat schon den Fitnesslevel ein bisschen mehr gehalten als ich. Da muss ich leider sagen. Heute. Ja. Sinn, das will niemand wissen. Das wäre auch echt das... Das können wir aber nicht streamen, unter 18 hier auf Twitch. Ja, aber ich habe gehört, ich habe tatsächlich noch eine Kassette, eine schöne VHS-Kassette gefunden und nur einmal kurz reingeguckt und da habe ich einen schönen End-One-Dreier von dir gegen Frank Meinerzhagen gesehen. Oh! Man glaubt es kaum. Alter, warum schickst du mir auf WhatsApp nur die Szene, wie ich von irgendeinem Army so geblockt werde, dass ich dachte, ich dürfte danach nie wieder Basketball spielen. Dann schick mir doch lieber die Szene. Ja, das war heute, das war vorhin. Sollst also, du haben. Ja, nice. Eine Kombihalle, schreibt dir jemand. Nee, das ist keine Kombihalle, wo da auf der zweiten Etage eine Schwimmhalle ist. Das ist einfach... Doch. Halt dich fest. Da was? Oben, wo die Vorhänge sind, da ist ein schöner Gymnastiksaal. Ja, das ja, aber keine Schwimmhalle. Unter dem Gymnastiksaal ist ein Leerschwimmbecken. Ach echt? Alter, fuck dann. Lapla kann alles. Lapla kann alles, ja. Fuck, wahrscheinlich wusste ich das sogar, aber Alter, das ist ja auch so. Ich weiß, ich war irgendwann noch mal da
da haben wir es auch gesehen, auch schon wieder 15 Jahre her. Da war irgendwie draußen so das Parkhaus komplett neu oder so. Ja, aber egal. Die Kollegen, die hier aus Wolfenbüttel dabei sind, die werden es wissen. So. Stark. Stark mit Ellenbogen gearbeitet. Ja, ich weiß nicht, aber es wurde schon deutlich. Wurde schon über die Schiedsrichter gesprochen? Ja, sie sind auf jeden Fall große Fans, die Kollegen, die hier zu gucken. 1-1. Sensationell. Also ich glaube, in dem Spiel allein wurde bei uns 6-7 Mal übertreten beim Einwurf Baseline gepfiffen, ohne dass ein Gegenspieler in der Nähe war und ohne dass wirklich übertreten wurde. Also, ja, hatten wir schon. Ich glaube, 3 hatten wir davon schon. Moin, nach Koblenz natürlich. Also ganz Deutschland guckt zu, Alter. Gibt's die Halle noch? Ja, klar. Auf jeden Fall. Also die Halle, ich denke mal, da spielt immer auch die Wolfenbüttler Jugend, oder? Da ist auch immer was los. Da spielen doch die Wolfenbüttler Herren mittlerweile. Ach, die auch, okay. Zweite Regionalliga. Ja, da ist immer Stimmung. Danny fragt, ob du in Rothenburg dabei bist. Was ist in Rothenburg? 3x3, oder was? Oder was soll da sein? Er meint, glaube ich, hier, oder? Ach so, ja, klar. Ach so, ja. Nummer 10 ist Nico. Nee, der steht doch. Mit der Taucherbrille. Ja, das ist ein bisschen schwer zu erkennen, wenn man Nico den Jahren danach kann mit seinem, ja, was war letztes, Ritterrüstung am Knie. Die Haarpflege, das war zu aufwendig, das habe ich sein lassen. Ah, guck mal, jetzt hier die starke Zone, die wir ausgepackt haben. Da geht gar nichts. Ja, 30 Sekunden waren schon. Ah ja, da kann man nichts machen in der Verteidigung, wenn er so faked. Da gibt es Folgen hier, Maximum Gaming. Das ist der Content, den die Leute reinbringt hier. Die hatten eine Quote für die Pfiffe, sonst lässt sich die Willkür nicht erklären. Doch, die Willkür lässt sich schon erklären, weil die beiden, die waren halt echt verschrien. Wahrscheinlich pfeifen die heute noch, keine Ahnung. Ja, so richtig lustig wird es halt erst dadurch, dass es bei uns echt um... 4-3. Und alles ging. Und wir halt echt fickerig waren wie sonst was. Und wie gesagt, Oberliga war damals, da hatte noch, ich glaube, ja, noch nie höher gespielt in der Rothenburger Mannschaft. Für uns war es sowieso das erste Jahr bei den Herren. Und ja, das war dramatisch. Deswegen war auch ein halber Reisebus hier Unterstützung dabei. 9-4, Alter. Gott, das ist schon Crunch-Time jetzt, wa? Ja, ich meine, 9-4 bei 8 Minuten 1994, das... Das war ja fast schon uneinholbar. Nee, das haben schon mehrere Leute gefallen. Das ist kein Jugendbasketball. Das ist schon Männer. Aber wie gesagt, ich glaube, bei euch waren alle, was weiß ich, 20 wahrscheinlich, ne? Oder? Nee, der Hauptteil war 17. 17, 18. Plus ein paar ältere. Aber das war im Wesentlichen unsere... Ach stimmt, Blödsinn. Ich war ja 20, sorry. Ja. B-Jugend, A-Jugend, genau. Ach stark, dass die Radlerhose hier noch anhabt. Ja, Wahnsinn. Big Scoring, ja, ist halt so, ist so. Das war ein Spiel mit Druck. Ja, das ist halt, ist ja immer so, ist ja auch NBA Finals oder Euroleague, wenn es hart auf hart kommt. Gestern ja auch, wie gesagt, die Bayern gegen Mailand, der hat ja auch keine 100 Punkte gemacht. Oh, Frank, ist eiskalt. Mailand gegen Bayern ist gar nichts dagegen, da gab es ja nicht mal Verlängerung. Ja, das ist immer so ein Fehler wie am Ende, haben wir hier nicht gesehen in der Defensive. Ah, Frank, ey, das kann auch teuer werden, der Freiwurf, den du geknallt hast. Aber noch einen übergetreten. Junge, die beiden, ey. Was ist eigentlich für Pöbler da auf den Rängen? Letztes Mal habe ich es gar nicht mitbekommen. Was für Assis ja, das da sind war. Mittlerweile ein paar Wolfenbütteler Ureinwohner aufgetaucht. Ja, das war in Wolfenbüttel eben ein bisschen schwierig. Das ist, naja, klasse. Erst ein bisschen tanken und dann noch schön in Labla. Danny fragt, euer Coach Christoph Treblin war. Nee, war nicht, das weiß ich auch. Oh, gerade mal geblockt. Jetzt faul. Christoph Treblin ist aber dafür der Mann, der mich zum Basketball gebracht hat. Ja, war nämlich mein Sportlehrer in der 5. Klasse. Jörg Ahlers, genau. Guck mal, da kennt sich jemand aus. Ja. Sag den Zoomern, das ist NBA 1K. Ja, genau. Oh. Jawohl. Liebe Grüße aus Hürth, liebe Grüße nach Hürth natürlich. So, Bodenpass zum Halbhaus. Da passe ich ihn noch raus, unfassbar. Ich muss echt noch mal scouten sollen nebenbei das Ganze.
übergetreten, wurde aber in dem Spiel viel gepfiffen beim Freiwurf. Oder ist das normal? Nee, das war selbst derzeit nicht normal. Das waren die beiden Refs, muss man mal ganz klar sagen. Oh, hast du gesehen, Alter? Hier. Carsten, ey. Oh, der weiß genau, wo der Ball hin muss. Nice. Was liegst du da so rum, Alter? Das ist ein mieses Fake hier. Schön fallen gelassen. Ach, ach, ach. André, André. Alter, das ist echt so bitter. 27 Jahre, ey. Scouting-Bericht zu mir. Das ist vielleicht ein bisschen spät, wenn wir ehrlich sind. Es gibt auch auf Eurobasket. Oh, ist das deine? Nee. Eurobasket.com gibt es einen Scouting-Report zu mir, der von vorne bis hinten eine Stunde erlogen ist. Das immer noch selbst eingeben. Da hätte ich aber wenigstens meine Größe richtig eingegeben. Schrittfehler. Alter. Oh, da kommen die Emotionen jetzt raus bei mir. Das ist zu hart jetzt. Jetzt kommt langsam was Kampfgericht ins Spiel. Flopping war damals schon real, genau. Leonardo DiCaprio-Friese? Bei wem denn? Aber bei Carsten, okay, ja, stimmt. Ja, hier bei der 5. Und unser 13er. Augenoptikermeister. Oh. Einen guten Wein, die hört man echt immer. Alter, nimm den doch. Was machst du denn da? Muss man dann nehmen, so ein Drive. Alter, dann so ein Film. Ja. Ah, aber guck mal. Zone ist verbotenes Land. Du hast gesehen, wie die Schraubzwinge einmal zugepackt hat. Dann ging auch kein Ball mehr raus bei mir, ne? Der Warrior aus Wolfsburg. Ich hätte echt irgendwie vor, das kannst du aber arbeiten sollen, dass der Spielstand immer eingeblendet wird. Schön mit so einem 80er Jahre, weißt du, 80er Jahre Sportschau-Grafik. Ah, gute Hilfe. Eieiei. Der mit der Brille macht Werbung für viel, Mann. Kenne den. Was bist du doch mit der Brille? Du hast hier auch Experten am Start. Na klar. Die klassischen Sprüche beim Basketball, sowas wie Schiri, der hat schon gelb. Oh, gute Frage. Ah, guck mal, der Riemann, hast du es gesehen? Wie hoch ich da war. Wer ist wer? Also die Nummer 10 von Blau ist Nico und ich bin die Nummer 11. Da hinten links, der mit den durchgeschwitzten Schultern. Oh, Jan Wichmann. Jawohl. Stark. Boah, wenn ich weiß, wie es ausgeht, ich bin schon wieder nervös hier. Jeder Ballbesitz ein Nervenspiel. Ah, Schrittfehler, klar. Da merkt man jetzt auch eure Jugend so ein bisschen. Ja, guck mal jetzt. Vier hinten, noch vier Minuten. Knapp. Oh, Alter, jetzt, Alter, schmilzt zusammen jetzt alles. Wenn ich die Fakes von Jan so sehe, dann denke ich, ich habe die ein bisschen beeinflusst, die Kollegen. Starker Alter. Pass. Alter, guck mal da. Junge, Junge, Junge. Wie denn? Die Gans kam dann erst abends in der Disco raus. Oh ja, bloß nicht den Dreier bedecken, sondern schön in der Zone den 1,80 Center da. Ah, Grundmann, ich glaube, die glauben nicht an dich, deine Kollegen. Also wenn ich meine Wurfquote sehe, dann finde ich es bewundernswert, wie sehr die mich an mich glauben. Hoffnung, kriegt das. Ja. Alter, wie sie rumpassen. Und dann hinter den. Eier geblockt. Eieieiei. Grüße aus Salzgitter. Grüße nach Salzgitter. Salzgitter haben wir auch ab und zu mal gespielt früher. Du natürlich nicht, aber es gibt da Union. Ich habe auch in Salzgitter gespielt. Wie, wann hast du denn das wieder gespielt? Aber jetzt erst, vor ein paar Jahren. Ach so, ich wollte gerade sagen noch. Mit BBG, Union Salzgitter. Union, ja. Pflaster. Es gibt eine geile Basketballfamilie. Wie hießen die? Die Biskups? Ich glaube, es gibt so eine Family in Salzgitter, die haben immer mal so ein krasses Turnier gemacht, wo dann irgendwie die Familientruppe von denen angetreten ist. Und ein paar haben irgendwie in Göttingen irgendwie zweite Liga gespielt und sowas. Die waren auf jeden Fall weit vorne dabei.
die Freiwürfe. Die Freiwürfe werden sie noch rechnen am Ende, glaube ich. Jetzt noch offenes Visier hier. Jetzt sehe ich die Spannung, ist jetzt greifbar hier, guck mal. Oh, Namen, Draftstar. Das ist aber auch ein hin und her geklackert. Da. Also ich glaube, nach dem Spiel hat die Fieber entschieden, die machen jetzt Schrittfehler, ganz klar. So. Ich glaube, danach haben sie entschieden, 24 Sekunden sind genug für den Angriff. Oh, jetzt ein hinten noch, 2,50. Alter, jetzt wird's richtig Crunch-Time hier. Natürlich wurde hier noch Defense gespielt. Ich bin die 11, fragt noch jemand. Nico ist die Nummer 10 bei dem Blauen. Das kann auch noch teuer werden. Ich verstehe das gar nicht. Für euch ging's doch um gar nichts. Das ist die Liebe zum Spiel, Junge. Wieso spielt ihr da so fickerig, ey? Ich war ja froh, dass ich mir überhaupt mal spielen konnte. Eigentlich hätten wir doch Stefan Koch dazu schalten können. Der muss ja damals als Erstliga-Coach solche Spiele auch zumindest dann sehr als Video gesehen haben. Das war sehr wahrscheinlich. Ja. Gesehen konnte, was ein 12. Mann da macht. Weil da bei euch auch neben dir viele andere junge, vielversprechende Talente waren. Immer der Carsten, wie gesagt, Carsten ist ja dabei. Philipp hat ja nämlich in der Zweitliga gespielt. Aber Carsten. Ja, der war auch dabei. Ja, ja. Der Carsten hat damals ein bisschen ausgeholfen, halt, wenn wir irgendwelche Guards gefehlt haben. Jan. Was war jetzt? Immer diese Pfiffe, wenn die Aktion eigentlich schon vorbei ist. Ne? Aber hier hat sich zu dem Zeitpunkt hat sich schon keiner mehr gewundert. Da haben wir, glaube ich, alle hingenommen. Vor allem, was hat er gegen mich gepfiffen da gerade? Auch die Elfer dort gezeigt. Irgendwann musst du deine Fouls gesammelt haben. Ne? Ja, stimmt. Oh, 1,40, ein Tief. Jetzt müssen wir die alle mitzählen hier. Zwei Tief. Eieiei. Auch jetzt kommen die Emotionen raus. Alter, die Zuschauerzahl steigt, wenn ich das richtig sehe hier. Doch. Ich glaube auch, jetzt ist das Crescendo. Da schalten viele erst zum Ende ein. Ja. Alle noch kurz vor der Bundesliga. Ist das so, dass man da immer so Zufallszuschauer hat, die eigentlich ein Ballerspiel sehen wollen? Nur? Ich glaube nicht, dass die einfach nur so mies hier reingeraten. Die Refs sind ja eigentlich Stars. Boah. Alter, was macht der denn? Der Ref gut verteidigt. Da steht der Trottel im Weg, ey. Ja, die Refs sind echt, die müssen wir echt nochmal finden. Bert Neumann und die anderen sagen, weiß ich nicht. Jetzt spiele ich in der 3-2 zu oben, das ist besser. Klatschdreh kommt auf jeden Fall noch. Oh. So viel sei gesagt. Ja, over the back, ganz klar. Hier. So. Das ist genau wie man das lernt beim Schiri-Kurs. Wenn man so einen Foul anzeigt. Oh Mann, ey. So, was haben wir? 3 tief, 1-0-9. So, jetzt kann auf jeden Fall keiner mehr abschalten. Das ist auch ein Ballerspiel. Obwohl, ja, ist immer so, wie der Basketballspieler war es sicherlich kein Ballerspiel. So, jetzt die 12. Jetzt bin ich gespannt. 1-1. Boah, jetzt close auf den Nico. Meditation da hier. Sehr gut. Mach da. 1-1 wurde doch auch abgeschafft, weil sie nur noch die dummen Center hacken sonst, ne? Die sowieso nicht treffen. Und. Oh, minus 1. Ich fand es eigentlich immer ganz spannend. Ich finde das eigentlich auch eine geile Sache. Gab es ja im College auch noch lange. Ja, da war heute Deutschland zu viel und die Fieber zu viel. Jetzt. Wie nichts Richtung Korb geht, guck mal bitte. Das ist Defense. Oh. Ich bin die 11. Sagst du echt mal Leute dazu? Alter, jetzt mal 3 tief. Das war ein klares Foul. Klares Foul. Von hinten. Dein Gegenspieler ist 1,85, André. Ja, vor allem, und schön, er hat mich gestoßen, obwohl ich nach hinten gegangen bin. Aber egal. Habe ich geil gemacht. Hey, viel früher den Ball bekommen müssen. Schwenk. 36 Sekunden, 3 tief, Alter. Die müssen rein. Einer rein, einer auf dem Ring und Tipp, danke. Ja, die Würfe haben damals auch schon jeden Wurf geschlockt. Das ist so. Money. Alter. Komm, jetzt haben wir Carsten und sagt bestimmt irgendwie sowas wie, Alter, wir glauben an dich, ey.
Zeig ihnen, dass du besser bist. Genau, ey, du machst das für uns, Junge, komm. So, oh, was ist das? Übergetreten. Ich muss schon wissen, wie man den da ans Brett schleudert, damit er. Ja, das war nicht so gut. Ja, stimmt schon, an das Brett, ja. Aber ich habe genug Kollegen. Oh, starkes Tor. Genug Kollegen, die das ja auch mit die Pfeife mit dem Brett getroffen haben oder geworfen haben überhaupt am Lapla. Da durftest du aber kein Nico ans Brett machen, wie wir heute. Nee, das stimmt. Die Dinger, ey. Da war, glaube ich, echt so ein halber Zentimeter Platz zwischen der Halterung und halt dem Brett dann halt. So, jetzt noch richtig Crunch Time. Oh, ist noch was heute anders ist. Ne? 4 Verteidiger beim Freiwurf ausblocken. Das gibt's auch nicht mehr. Oh, und dann. Alter, kriegt man den Rebound. Und da kann er das Foul ist. Was ist denn da los? Schrittfehler. Das ist das. Wie die Bayern gestern. Ein Tief. Alter. Weil die haben was in Zeitlupe gesehen. Es war sogar ein Schrittfehler. Das ist ja, das stimmt. Ja, die Refs waren auch klatsch. Das war auch ein Schrittfehler. Ja, da muss der Ball hin. Oh, das war bitter. Also, okay. Hier. Komm, Bird, zeig's an, Junge. Völlig blind gegen 3 Leute. Vollkommen close-lined. Du glaubst schon nicht mehr dran da hinten. Das haben wir ganz klar gesehen. Ein Tief, 15 Sekunden, ey. Bitte keine Spoiler, ne? Keine Angst. Das, was gleich passiert, könnt ihr euch eh nicht. Könnt euch nicht zusammenreimen. Ah! Original Crime hier, genau. Alter. Jetzt noch ein Tief? Achso. Oh, das kann doch nicht sein. Noch ein. Na klar, geschenkt, übergetreten. Alter, geschenkt. Aber man muss sagen, sie haben ihre Linie echt durchgezogen, ne? Da tut der Mob, ja. Ich glaube auch eher, es liegt an meinem T-Shirt. Wenn das nicht so durchgeschwitzt wäre, wenn ich einfach mal gesagt hätte, komm, ich zeig die Oberarme, dann wäre das sicherlich mal anders gelaufen am Ende. Ja, flüssig. Oh, Steel und... Was war das denn, ey? Ist unentschieden oder wie steht? Unentschieden, ja klar. Ja. 9 Sekunden noch. Refs geschmiert. 9 Sekunden und einfach keine. 4. Alter, was passt der denn zu dem Blinden? Und da auf den Fuß gedribbelt. Da wirft er. Oh! Oh! Dachte, er geht rein, ey. Das ist so zu blind alles. Alter. Was ist mit den Leuten los? Ja, weiß nicht, eine rauchen? Hier, Harry, wir kennen diese 3 Regeln, lass uns das meiste rausholen. Das ist wohl richtig. So, jetzt geht's in die Overtime. Junge. Absoluter Thriller. Ja, 5 Minuten extra Basketball. Und gefühlt werden meine Radlerhosen drunter immer länger. So, ist das schon unser Jump gegeneinander? Nee. Nee, das ist ja nicht. Aber man sieht, dass bei uns schon alle halbwegs normalerweise Center spielenden Leute raus sind. Wir spielen hier mit 5x 1,85 bis oder 1,80 bis 1,90. Die Leute gehen, sie haben mehr von Dre erwartet. Ja, mit Recht, kann man dazu sagen. Mit Recht. Hauptsache die Leute kommen hier dazu, Twitch, der Rest ist ja egal. Oh. Aber guck mal hier, ganz leger den Ball nach hinten weggeworfen. Ja, wenn die Leute von der schlechten Dreierquote von mir enttäuscht waren, dann verpassen sie aber noch immer noch was. So viel sei euch gesagt. Ich frage mich immer, wie wir defensiv da immer rumhampeln und hustlen, und sobald einer zum Drive ansetzt, geht er einfach vorbei. So, gar keine Gegenwehr mehr. Aber das Gute ist, das haben wir ja eigentlich eher selten gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, weil wir mehr so rumgepasse. Ah, Frank ist eine Bank, ey. Da kannst du nichts machen. Computer. Hätte auch in der BBL den Ball gebracht.
Genau so. Da muss der Ball hin. Ei. Das ist sicher. Da habe ich wirklich den Korb und das Brett einfach komplett ausgenutzt. Alles, was das gegeben hat. Warum wir in der Ecke immer da doppeln, verstehe ich nicht. Was soll das denn? Ah, genau, das waren die schwarzen Air Flight damals, genau. Die habe ich mir, weiß ich noch, da haben wir damals für die zweite Liga haben wir irgendwie Gutscheine bekommen für, ich glaube, 200 Mark für den Sportland. Fuck, wie hieß der Typ? So ein alter Eintracht Braunschweig-Profi. Lux oder so, kann das sein? Der Lux. Genau, Pilux hat einen Sportladen in Wolfenbüttel gehabt und da konnten wir uns für 200 Mark Basketballschuhe holen für die Saison. Und da habe ich mir die Dinger gezogen. Das ist mit am meisten schade an der mangelhaften Bildqualität, dass man die Schuhe nicht noch besser. Ja, die Schuhe waren halt echt nice damals. Ja. Richtig Werte, die da getragen genau, werden. Genau, das ist alles authentic. Das ist nicht Reissue. Aber wirklich. Das Trikotersteiger, nee. Das mit rechts, hat er gerade mit rechts angetäuscht und mit links geworfen? Was ist denn die 10 überhaupt? Da wirft er mit. Oh, auf jeden Fall, oh, Alter. Das ist ja schon. Feeling the mid-range, ja, so sieht's aus. Ja. Ja, ich kann schon verstehen, Leute jetzt sagen, das macht sie ein bisschen sad hier, dass sie selber nicht zocken können. Das muss echt krass sein. Ich weiß nicht, wie wir das damals ausgehalten hätten, wenn wir da ein Jahr nicht hätten ballern dürfen. Da hätte ich. Ich will es ja nicht sagen, ne? Oder gab es kein Internet? Oh. Da gab es gar nichts, ja. Da wären alle gestorben einfach. Corona, ja. Alle tot. Ja. 4K remastered in der Mache. Obwohl, damals hätten wahrscheinlich alle sich dann gehalten, wären wir schon lange raus aus der Nummer. Oh, warum habe ich den nicht genommen, ey? Schrittfehler. Mann. Ob die Schuhe die ganze Saison gehalten haben? Nein, aber ich war damals ja auch, wie gesagt, ich war quasi jeden Tag da unterwegs. Irgendwann ist um diese Lasche abgegangen, das weiß ich noch. Aber es war noch eine andere Qualität damals, muss man auch sagen. Ne? Da sind da echte Kühe für draufgegangen. Nur Defense hier, voll Auswärtsspiel am Landesunter Platz, ey. Und starker Pfiff, ey. Von der Mittellinie hat er unten reingepfiffen, oder was? Ja, guck, wie heute die Brust in der BBL. Da wird sie nochmal abgestimmt. Ja, richtig gut. Kurz erklärt, zack. Solide. Schlägt sie auf die offene. Nummer 9. Ich sagte, ich habe den schweren Verdacht, dass das Kampfgericht betrunken ist. Ja, da kommen wir gleich natürlich noch zu. Kampfgericht aus der Hölle. Clean, ja, schreibt er. Clean, auf jeden Fall. Ja, aber clean. Starker Rebound. Herr Iverson-Schuh hatte ich nie, ehrlich gesagt. Ah, jetzt aber. Komm. Wie oft muss ich noch auf der Weakside wild mit den Armen fuchteln und allen sagen, dass ich frei bin, um dann so ein miesen Ding zu... Oh, guck mal, aber. Guck mal. Das ist das Selbstvertrauen, was du brauchst in der Crunch-Time. Hast du da wieder übergetreten oder was? Ja, sicher. Alter, wie kannst du das pfeifen, du Idiot, ey? Ich reg mich heute noch darüber auf. Ah, ist so schön. Das sind echt die blindesten Typen, die damals rumgelaufen sind in der Oberliga. Interview mit den Ref, das wäre echt nochmal geil gewesen. Hätte echt da nicht hingehen müssen. Hier. Was sagt jetzt eure Leistung heute? Timeout, auch ganz wichtig. Zwei vor, zwei Minuten. Alter. Ich sag's direkt schon, wenn ihr denkt, dass es bisher jetzt schon Drama gab, dann ihr habt noch gar nichts gesehen. 167 Zuschauer, das ist mehr als jemals ein Spiel von uns gesehen haben damals. Eigentlich könnte ich das eigentlich die Werbung hier für den MTV Wolfenbüttel nochmal der MTV Wolfenbüttel in Rechnung stellen. Vielleicht kriege ich das Geld zurück, das wir damals beschissen haben am Ende vom letzten Zweitliga-Jahr. Wie gesagt, Sprung zum Profi. Ich glaube, wir haben alle nur ein paar Jahre Zweitliga grob gedaddelt, ne? Oder hat Clemens hat auch nicht ewig. Wie lange war Clemens bei? Er hat auch in Hamburg, bei Johanne in Hamburg. Aber ich glaube auch nur 2 Jahre.
Ja, also im All, glaube ich, zweite Jahre, zweite Liga und dann war es das. Oh, oh! Ah. Ja, wenn du so heiß bist, dann musst du auch mal so einen Wurf nehmen. Ja. Gute Hilfe, ja. Oh. Ah, guck mal, das ist jetzt Defense von, das ist die Defense, die Carsten bei Stefan Koch gelernt hat. Und auch ich, dass ich so viel Abstand lasse, ist auch alles Zweitliga. Und schön, nicht aufgepasst. Alter. Also du weißt genau, normal, ne? Schlage ich mit dem Ball da eine Scheibe kaputt, wenn du so mies zum Korb ziehst. Aber kennt man dich, ja. Ach, guck mal, jetzt doppeln sie schon. Ah, jetzt Grundmann. Er braucht ja keinen Block, wenn Grundmann da ist. Alter. Oh, aber unser Ball. Was? Nee, was? Schön ins Ausgeflankt. Na, guck mal, wenn die Rotenburger am Start sind, waren immer ordentlich Fans vor Ort. Ja, steht so. Oh, Grundmann wieder. Schrittfehler. Was? Alter, der war drin. Man sieht es an den Gesten, der war drin. Geklaut. Einfach geklaut. Waren die Rückennummern damals random oder Absicht? Also wir hatten, glaube ich, nur von 4 bis 15, wie damals halt so war. Dann hat man sich ja eine genommen, die gepasst hat. Einen hinten. Ne? Alter. So, jetzt wichtige Frage für du, ne? Wenn du die beiden machst. Oh. Ah, da ist noch die Emotion jetzt. Ein bisschen unten die Faust. Ne? Die unten so ein ganz bisschen. Ja, dann wird das nichts. Dann tippe ich, der zweite geht daneben. Ich, Emotionen dabei waren nicht gut. Schön auch die Brille hinten gerichtet. Die ist auch gut. Ja. Oh, aber er hat den Rebound. Krass. Alter, und dann so ein Pass. Schön auf den Schenkel. Outlet auf den Schenkel. So, jetzt wo ist denn der Zweitligastar? Wer kriegt denn den Ball? Alter. Carsten. 1, 2, den mache ich selber. Ah. Nein, aber genau gesehen, dass ich zwei Rebounder da habe. Ja, Mann. Assist quasi. Ja, übergetreten. Ist sicher. muss man pfeifen. Ist offensichtlich ja, in der Situation übergetreten. Ey, pass auf. Weil man hätte sich auch zusammenreißen können. Aber ein Foul in der ersten Minute muss auch ein Foul in der letzten Minute sein. Also, ja. Das Ding ist, wir haben ja damals in der Jugend wirklich gelernt, wie wir einwerfen, ne, damit es möglichst schnell geht. Zwei Schritte, ein Fuß hinter die Linie und rausschleudern, aber davon haben die nichts gehört. Das war zu modern für Gifhorn. Oh, geiler Pass. Mach den, Junge. Siehst du, deswegen habe ich damals nicht so viel gepasst, ey. Da fliegt der Ball. Oh! Nee. Alter, jetzt ist wirklich das Höschen eng, wie mein alter Freund Sven Strobig sagen würde. Also, eine Sekunde. Das heißt wohl unentschieden, wa? Sieht so aus. Ach so, dann ist gleich eine Erklärung fällig. Ja. So. Erste Verlängerung zu Ende. Unentschieden. Und jetzt sagt der erste Zählfehler. Rotenburg hat gewonnen. Ah, da brechen alle Dämme. Wir freuen uns. Nicht abschalten. Nicht abschalten, würde ich sagen. Schaltet nicht ab. Da denken noch alle, das Spiel ist vorbei. Da wird schon gefeiert. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Irgendwo gibt es schon eine Sektflasche. Die ersten Spieler von uns sind in der Kabine. Like der Plot-Twist kommt noch. Irgendwann. Akif Aydin da hinten zu sehen. Wenn er aus Hamburg kommt und bei den Towers ab und zu wartet, glaube ich, dann kennt er den. Sag, wir jetzt haben eigentlich mit Zählfehler verloren. Sind sogar ein bisschen konsterniert. Das ist eigentlich in Wolfenbüttel nie passiert. Wenn Wolfenbüttel, da gab es auch in unteren Ligen immer mal wieder einen Zählfehler. Und zwar, das haben die echt ab und zu mal gemacht, dass du gegen die gespielt hast und immer gefragt hast, Tisch, wie steht's? Auch ohne Anzeigentafel früher. Ja, ihr führt mit 10. Und im Endeffekt hatten die aber einen Zählfehler eingebaut, dass du halt dachtest, du führst mit 10, aber du lagst mit 5 hinten. Und das haben die Refs dann stellenweise erst zu spät gemerkt. Dann hast du ja da verloren im Endeffekt. Die wollten doch aufs Maul. Also man soll sich ja beherrschen, aber zu viel ist zu viel. Die meinst vielleicht die Refs, ne? Ja.
Ach, guck mal hier, Lederjacken noch. Geil. Nichts gegen die Wangerin-Brüder. Ja, das ist gut. Das war der Style damals. Gibt es den Thriller auch im Kino? Hätten wir im Kino gebracht, aber geht ja momentan nicht. Ah, guck mal da, wie sie sich freuen. Kommen auch schon die Mädels. Geht eigentlich noch, wenn ich überlege, wie das später eskaliert ist. Oder wir trauen dem Braten doch nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Man war natürlich auch sehr anti-climactic, wie man schön sagt. Ne? So willst du ja eigentlich nicht gewinnen und nicht aufsteigen. Das ist Ali. Ja, da wird schon mit dem Feind geredet. Oh. Große Verbrüderung. Und so langsam aber kippt die Stimmung wohl. Ah, ja. Die Refs sind jetzt ja dabei, nachzuzählen. Ne, das ist ja das Ding. Die Refs müssen jetzt nachzählen auf dem Spielberichtsbogen. Hat das denn alles so seine Richtigkeit? Das hat der erste Ups. Ich glaube, da ist noch ein Zählfehler. Oh, oh. Jetzt geht der erste los und holt die Leute von uns, die schon in der Kabine sind. Sagst du hier, ich glaube, das geht noch weiter. Ich meine aber alles schon. Platzsturm, ne? Die Fans sind schon unten. Sind schon die ganzen Kollegen mit Straßenschuhen. Ja, was meinst du, wie viele Streifen aufs Feld gemacht haben? Stop the count, genau, stop the count. Nummer 10 sieht fertig aus. Na klar, ist ja auch fertig. Da holen sie Nico raus aus der Kabine. Irgendwer hat Porzingis gesehen. Ja. Das gibt's doch nicht. Und es geht weiter. Wir kriegen noch mehr freien Basketball. Lando Magic hier voll in Full Effect, ey. Das waren Penny und Shaq noch, glaube ich, wa? Ja, natürlich. Ja, Magic schwer am Start, ey. Nummer 10 war mit dem Kopf schon in der Disco. Ja. Ja. Da, an dem Tag war ich in meinem ganzen Leben noch nicht in der Disco. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, umgezogen waren sie noch nicht. Ich glaube, die Refs, ich glaube gerade, der Dick hat auch keinen Bock mehr. Nochmal 5 Minuten rauf und runter rennen. Haben denn Ali und Akif damals angeschrieben? Oder sind die ja nur rumgeturnt? Nee. Nee, ne? Nee. Ja, sieht man das da? Erklären, aber. Ja. Nee. So, also nochmal 5 Minuten drauf. Oh, jetzt hier. Wichtigste Info: Einwurf Baseline, 2 Füße hinter die Linie. Und gleich die große Warnung. Ja, das sehe ich genauso. Der Elber darf keinen Ball kriegen, ist so. Es ist die einzige Chance, wie das noch gewinnen könnte. Die Legende lebt. Ja, jetzt die Spannung wieder aufbauen. Ja. Jahrelang durch Deutschlands Sporthallen. Die Elf darf keinen Ball kriegen. Ja, genau. Wie oft haben sie das gesagt? Und konnten trotzdem nichts machen. Zweite Liga Nord, ja. Ne, das jeder wusste es. Wo hatte ich, glaube ich, hatte ich da die Elf? Ich weiß gar nicht, ob ich da die Elf kommen durfte. Du hattest die Elf, ja. Hatte ich die Elf doch. Doch, hatte ich. Ja. Wie gut wir uns da schon kannten. Wir kannten uns noch gar nicht. Das ist das erste Mal, dass wir uns in unserem Leben begegnet sind. Und es war gleich so ein krasses Event, dass du noch 27 Jahre später auf Twitch die Leute damit unterhalten kannst. Das hätte uns das auch einer gesagt. Erst im Nachhinein. Oh, hier kommt der Jump. Genau. Wahnsinn. Soul in the Hole ist nichts dagegen. Ja, stimmt. That's the real basketball. Das ist richtig, ja. So, jetzt 10 gegen 11. Ja. So, jetzt ist wirklich as real as it gets. Wir beide beim Jump. Sagen, müssen wir warten, bis das Fernsehen auch raufgeht. Oh, Wolfsburg führt wir geschrieben. Sehr gut, weil das gucke ich mir auch gleich an, ob der VfL heute gewinnt. Das wäre ganz gut. Und auch Skandal. Skandal angeblich übergetreten von mir. Skandal. Nee. Ich sage, ich springe nur noch vorne. Ja, Alter, was du da machst, ey. Videobeweis ist eindeutig. Ja, leider Gottes haben wir uns das letzte Mal angeguckt, das stimmt schon. Ja, ist echt nice, dass da jemand mitgefilmt hat. So, und jetzt muss es hier gehen. Und der nimmt er direkt das selbst in die Hand, Grundmann. Alter. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, es war am Ende, muss man auch klar sagen, da muss man auch dann
Ball in die Hand der besten Spieler geben. Ja. Horace Grant, ja. Guck mal da. Boah, was ist denn da? Fehlte, glaube ich, auch so ein bisschen. Fehlte ein bisschen der Lift am Ende auch bei mir, glaube ich, dann. Ich guck mal, was nebenbei wie vom VfL steht. 1-0. Sava Schlager, guter Mann. Guckt auch mal NBA. Oh! Eieiei. Das sind so Fehler, die darfst du eigentlich nicht erlauben, wenn du aufsteigen willst. Gib doch den Ball, ich bin doch wieder. Was mache ich denn? Ja, jetzt ist einfach, da will ich zu viel. Ne? Dann denke ich jetzt auch, dass jetzt die Jungs brauchen mich, wollen mich und dann. Ich habe ja auch die Spannung nicht gefunden. Auf der Bank haben die schon gesagt, Alter, hätten wir doch auf den Vogt heute verzichtet. Ja. Und euer Coach hat so, lasst den Elber euch den Ball haben. Oh, starker Defense von mir aber. Ja, Schrittfehler. Raus, aus, ausgetreten. Oder was? Ja, 10. Ja. Was? Ja, aber man sieht aber, ich habe auch keine Körner mehr. Ne? An beiden Enden des Feldes ist einfach so viel gegeben. Über Pace, wirklich. Ne? Das Team hier durchs komplette Spiel. Ja, nur noch Hero Ball, ist so, ist so. Alter, so sicher, Herr Grundmann. Jetzt sind es 4 vorne. Ah, das ist auch schwer aufzuräumen, bei 4 Minuten noch zu spielen, ey. 5 vor, Alter. Jetzt kannst, egal wie hoch du führst, wenn der Vogt im anderen Team auf dem Feld ist, dann kannst du ihn nicht zurücklegen. Ja, vor allem, wenn er von Grundmann verteidigt wird. Da fliegt auch einen weiter. Wie sind wir den Ball geben, wo gar kein Platz ist? Aber klares Foul. Klares Foul. Der echt voll gefunden, ey. 1-1. Wer brüllt da immer Rüpel, Rüpel, ey? Grundmann, grundsolide. Ja, muss man sagen. Genau, auf Floppy Action sollten wir lieber mal laufen. So, jetzt Mr. 50% an der Freiwurflinie. Zack. Dafür, dass die stellenweise so sauber aussehen, gehen echt zu wenig davon rein, wenn wir ehrlich sind. Fuck, ey. Aber auch so eine flüssige Bewegung. Stopp, stopp und dann. Gottes Willen. Gottes Willen. Ja, der Zwölfer will es nicht. Und ja, Ari, es geht um Aufstieg für die Blauen. Für uns geht es um nichts mehr, weil die Blauen müssen gewinnen. Runterspielen. Ah! And one. Ja, sehe ich alles weggehen. Ich davon schwimmen. Ja, wirklich, ich sehe einfach. Siegprämie AD, du. Sieh, wie es uns entgleitet. Mann. Das sind nur 6 hinten, ey. Ja, Clemens Eichler wirft nicht daneben. 7, Alter. Das ist bitter. Jetzt brauchen wir ein Miracle. Jetzt stehe ich doch mal zum Posten, um schon rauszugehen, ey. Avi, es geht um alles. Es geht um den Aufstieg. Stark gespielt. Klares Foul. Sorry. Wer ist denn der Typ mit der Rüpel, ey? Das war halt Wolfenbüttel pur, ey. Ehrlich sind. Ja, 50 Foul aus. Glaube ich, der dritte oder vierte bei uns. 5 Foul, das machen wir mal. So, das war mal 7 tief, ne? So, 1-1. So, Junge, jetzt wäre mal gut, wenn du mal 2 triffst. So sauber, so sauber. Die 11 wieder am Floppen. So, komm, zack, stopp, hoch. So kannst du nicht gewinnen, wenn das Geld auf dem Tisch liegt, ey. Oh, Breaking Ankles hat er. Das ist H-Man. Das was? Zeig mal gar nichts an, Ref. Jetzt ruft erstmal das Kampfgericht zu sich. Was war das denn? No.
Oh Mann, jetzt muss das was gehen, muss was gehen hier. Oh. Jetzt immer noch das Sechs immer tief. Blau soll einfach Hack and Ray spielen ab jetzt, ja. Wäre wahrscheinlich eine gute Idee. So, jetzt muss was passieren. Immer aufhören zu dribbeln, obwohl keiner nichts passiert ist. Oh. Ja, mit den Bricks hätte ich echt ein schönes Haus bauen können. Ich habe auch nichts mehr im Tank, das sieht man. Guck mal wieder, ey, ich da lang schleiche. Aber jetzt hat Weini auf jeden Fall noch ein Zauberplay, was er aufmalen kann. Klassische, keine Ahnung, was für eins, aber definitiv irgendeine Foulbewegung vom Ref. Ja, stimmt. Mach die Dinge, Alter. 1-1. Ist wichtig. Jawohl, guter Mann. Dessen Namen ich nicht mehr weiß. Das ist Pete. Pete, das kann sein. Ja, 7 glaube ich. Pete, den musst du machen, Alter. Sind es noch 6, dann ist noch alles drin. Oh, bitte Rebound. Oh, den greife ich mir. Oder? Und, oh, mach ich den doch, Alter. Ja, da wieder Emotionen wieder. Das ist immer der Druck, den ich auch habe, ne? Ja, 1-1, genau. So, jetzt. Jetzt gibt's 2. Das sollten wir auch beide treffen. Scheiße. Und. Boah. Ja. Ist das der Druck, weißt du, wenn ich weiß, ich habe 1-1, dann treffe ich immer den ersten. Wenn ich weiß, 2, okay, dann habe ich auch noch einen, dann treffe ich nur den zweiten wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, ne, Mr. 50%. Der Ref hat ein Jahr nach dem Spiel 1-1 gegründet. True Story, genau. Wieso mache ich der 12 eigentlich keinen Druck? Also, der sieht aus, als wenn er aus der C-Jugend gerade kommt. Aber warum du gegen unseren kleinsten Mann verteidigst? Ja, ich habe keine Ahnung, was da läuft. Oh, ich glaube, ein riesen Fehler. Da ist er schon Vogt an der Mittellinie. Ja, ich will zeigen, ich gehe voran. Ne? Ja, entweder Swish oder nix, ist leider so. Ist wirklich leider so. Ich habe schon allein gelassen, aber ein 12er da vorne in der Defense. Böser Turner. Alter, guck mal, wie sie mich da einfach nur am Hacken sind, ey. Oh, Frank, Junge. Oh, dann krieg ich deine Hand an den Ball. So, jetzt. Oh, jetzt spielen sie uns da aus. Jetzt. Muss doch mal einer den 12er fahren. Also ich natürlich nicht. Jawohl. Jetzt muss ich da den Kleinen jagen. Alter, was ist denn da los? Alter, was ist denn. Das war der Anfang von deinem Rücken. Was ist denn da los? Wie ein Hühnerhaufen. Kriegst halt jetzt. Jetzt fahren wir den Mann, der noch nie in seinem Leben von Alter 5 wieder daneben geworfen hat. Wir waren unser Trainer damals. 6 hinten, nur noch 1,22. Das ist auch geil, dass wir irgendwie echt, bis auf Frank natürlich, alle mehr oder weniger schwarze Schuhe haben. Ne? Wie beim Fußball früher, alle schön schwarz. Und der Ref natürlich auch nicht. Und er macht ihn daneben, Alter. Er will es nicht, Clemens. Ey, in dem Spiel war echt alles anders. So, jetzt. Das musst du machen, Jan. Foul, ganz klare Sache. Ganz klar, Sache. Die Halle tobt, ja. Ist kalt, ich dachte, die Hurricanes sind nicht mehr so fett im Geschäft in Rotenburg, oder was? Die Frauen. Frauen. Ja, okay. Da ist Frauenbasketball. Die spielen zweite Liga. Ja, das ist so gut. Haben auch erste Liga gespielt zwischendrin. Hm. So, jetzt aber. Mach das Ding da, Junge. Komm, Alter. Ah, starker Rebound. Power. Ja, mit Brett, so sieht's nämlich aus. Klatsch, Alter. Du glaubst echt noch. Ich glaub dran. Ich eins gelernt habe in der zweiten Liga, ist nie mehr zu spät. Ne? Oh,
drei Tiefe, ein Bluter, ey, da geht noch alles. Ja. Die Refs halten spannend. Die Acht ist Bogdan Bogdanovic. Ja, ein bisschen kommt's hin. 1-1. So, jetzt komm. Warum haben wir eigentlich immer ihn gefoult? Warum? Der meistens den Ball hatte vielleicht? Der Zwölfer war ja offen. Sag mal, der Zwölfer ist auch ein guter Junge. Ja gut, aber... Oh, was? Und da, seitdem spielt die Welt so Basketball. Oh, klares Foul. Ach, klares Foul. Mann. Schön Völkerwanderung. Ja, also langsam wird es schwierig. Ey. Langsam. Good effort. Er ist noch nicht vorbei, ne? Hat der auch schon mal geworfen, der Sechser heute im Spiel? Das kommt mir vor, als wenn ich ihn gar nicht gesehen hätte. Der hat auch eigentlich nicht gespielt. Aber die halbe Mannschaft sitzt ja schon mit 5 Fouls auf der Bank, weil alles 10 Sekunden gefunden wurde. Oh, das kann... Wie kannst du so einen Rebound nicht bekommen? Jan, Junge, Alter. Also nicht an Jeronimi, vielleicht zu denken. Jetzt muss Floppy Aktion zu werden, ja. 5 hinten, 58. Da geht noch einige. Das ist noch nicht verloren, sage ich. Vor allem, wenn jetzt in der auch wieder daneben geht. Ah, starker Rebound. Das ist ein ganz wichtiger Rebound. Jetzt geht schnell nach vorne. Oh, Stil. Oh, was jetzt? Oh! Also ehrlich, nur wegen der Aktion zeige ich das. Das ganze Video hier. Und jetzt machen wir sowas. Oh, da muss ich hier faulen. Opfer ich mich. Opfer ich mich. Ja, da, Alter, was ist mit euch los? Das kann doch nicht sein. Der erste richtige Pfiff. Der erste richtige Pfiff. Alter, Da muss ich mein 5. geben. Und dann kriegen wir auch sowas. Alter. Ja. Bei dem Spielstand. Von daher, haben wir nochmal gesagt, die Refs sind gefault. Der Moment, in dem die Leute abschalten. Ne? Ja, Wahnsinn. Was für ein Skandal. Absoluter Skandal. Na, wieso wirft ihr überhaupt die 8? Weil du den gerade da weggeschlänzt hast. Achso, ich dachte ja, die 12 weggeschlänzt. Ja, ist egal. Ach, auf geht's, Schäsel kämpfen und siegen wir drin. Ja. Junge. Kings Lakers all over gang again. Ja, sind wir ehrlich. Das ist ungefähr ähnliches Level. Die Refs waren genauso gut, auf jeden Fall. Es tut auch 27 Jahre später noch weh, wie wir da beschissen wurden. Rückspiel. Wir kriegen es nicht hin zu faulen, ey. Alter. Ja, und jetzt glaube ich, jetzt glaube ich auch nicht mehr dran, dass wir das noch rausholen. Sag mal, sind das nur 2 Punkte? 3 waren es, glaube ich, ne? Ja. Da sind einige Szenen für Buckets drin, um zu analysieren, ja genau. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich glaube, ich muss echt mal jemanden beauftragen, der daraus ein Mixtape zusammenschneidet. Und dann kriegen wir nicht mehr den Rebound. Und, was war das jetzt? Wie hast du den Ball gegeben, Frank? Einfach so. Ende Gelände. Alter. Ist das live? Genau, das ist live. Nächste Woche auf Shaq in the Fool. Ja, Glückwunsch auch nach 27 Jahren zum Aufstieg in die zweite Regionalliga. Aufsteig, ja. BG Rothenburg. Angesichts der Tatsache, dass der VfL Wolfsburg gerade Fußball spielt, würde ich sagen, Nico, dann können wir auch jetzt hier... die Leute entlassen. Ich weiß, es ist jetzt schwer, nach so einem Thriller einfach ins Bett zu gehen oder so. Ich bin hyped, aber ich bin nur ein paar Stunden wach. Ich glaube, ich auch, ja.
Und wirklich Skandal. Wir sind übrigens direkt nochmal aufgestiegen. Zweite Regionalliga, ne? Also keine Schande für euch. Nee, nee. Das war die Geburtsstunde. Aber ihr wisst natürlich, wenn das normal gelaufen wäre. 205 VfL, ja, super, muss ich gar nicht mehr gucken. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst, Nico. Danke, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, wenn du noch irgendwelche anderen Sachen findest, wo wir beide gut aussehen in der zweiten Bundesliga, wahrscheinlich wird es schwer. Wird schwer, aber ein bisschen was kann man bestimmt rausfiltern. Dann bringst du das mit. Also, alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.